vielleicht auf anderen Plattformen gerade schon sehen. Herzlich willkommen. Es geht sofort los mit unserem heutigen Webinar Klimaschutz, aber bitte gerecht, wie Klimaschutz in NRW sozial gerecht gestaltet werden kann. Nach und nach trudeln die Zuschauerinnen und Zuschauer hier ein. Wir haben heute eine sehr hohe Teilnehmerzahl, jedenfalls Angemeldete, und ich sehe auch schon, dass viele da sind. Das freut mich sehr. Es ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Es kommen immer noch Leute bei Zoom dazu, deswegen warte ich gerade noch einen Augenblick, aber jetzt so langsam stabilisiert sich, glaube ich, die Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahl. Deswegen sage ich noch mal einen schönen guten Abend im Namen der Grünen Landtagsfraktion bei unserer Veranstaltungsreihe NRW Zusammenhalt, grüne Sozialpolitik in Nordrhein-Westfalen. Ich bin Wiebke Brems, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen und Sprecherin für Energiepolitik und Klimaschutz. Und ich freue mich, dass wir heute spannende Gäste da haben und heute über das Thema Klimaschutz, aber bitte gerecht, wie Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen sozial gerecht gestaltet werden kann, diskutieren können. Meine Gäste sind Ulrike Stein. Sie ist vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Dann haben wir Udo Sieverding unter uns von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Andrea Büngeler vom Paritätischen NRW. Und wir haben miteinander vereinbart, dass wir gleich mit ein paar Inputs starten. Aber vorher gibt es das Typische. Wer vielleicht schon öfter bei den Webinaren bei mir dabei war, weiß jetzt, was kommt. Ein paar technische Hinweise, damit wir gut miteinander zusammenarbeiten können und miteinander diskutieren können. Also zunächst der Hinweis, dieses Webinar wird aufgezeichnet und wir streamen es gleichzeitig auf YouTube und anderen Plattformen. Es wird also dort auch veröffentlicht und steht zur Verfügung. Es ist aber immer so, dass nur die Referentinnen, also nur wir vier, die wir hier vorne zu sehen sind, zu hören und zu sehen sind. Die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Chatbeiträge bleiben komplett unveröffentlicht. Das ist absolut garantiert. Und da wären wir auch schon bei dem ersten Hinweis. Wer möchte, kann miteinander kommunizieren über den Chat. Da ist es immer wichtig, dann aber auch auszuwählen, dass man die Nachrichten senden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer anklickt. Denn wenn man nur an Diskussionsteilnehmer sendet, dann sehen nur wir vier das, beziehungsweise, und das ist das richtige Stichwort, wir haben im Hintergrund noch ein paar Leute, die mich unterstützen. Das sind heute Julian Schönbeck, Jonas Wissny und Sarah Heidekamp, die im Hintergrund ein bisschen mir helfen, die Fragen zu sortieren, ein bisschen den Chat im Blick behalten und vielleicht das andere oder ein oder andere technische Problem, was hoffentlich dann doch nicht kommt, zu lösen. Und das heißt, wer also miteinander unter den Zuschauerinnen und Zuschauern auch kommunizieren will, diesen Chat benutzen und an alle, also Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, anklicken. Wer Fragen hat an unsere Referentinnen und Referenten, der tut das bitte in der Mitte unten unter diesem sogenannten Tool F&A, also für Fragen und Antworten. Dort können Fragen gestellt werden. Ich werde sie dann in die Moderation auch mit einbauen. Ich kann sie so ein bisschen inhaltlich miteinander sortieren. Das heißt, ich mache es nicht immer in der Reihenfolge, wie die Fragen ankommen, sondern wie es quasi ein bisschen inhaltlich passt. Und ich werde auch aufpassen, da die Zeit meistens so knapp ist, wir haben sehr viele Anmeldungen, sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ich darauf achte, dass wir heute an dem Fokus unserer Diskussion auch bleiben. Und deswegen kommt vielleicht auch nicht unbedingt jede Frage vor. Ich freue mich sehr, dass wir auch die Möglichkeit haben, Wortmeldungen zu ermöglichen. Das funktioniert in der Mitte über das Handheben-Symbol, also unter Reaktionen ist das möglich. Und da werde ich dann auch im Laufe der Diskussion, wenn das jemand möchte und dieses Signal gibt, dann diejenige Person aufrufen, den Namen nennen und dann auch entstummen. Es ist aber nur möglich, dass die Person dann auch zu hören ist, nicht zu sehen. Aber ihr und sie müssen dann eben wissen, in dem Moment ist es natürlich, ist der Name auch bekannt und auch auf den Streaming-Plattformen bekannt. Das heißt, wer anonym bleiben möchte, sollte darauf achten, nicht aus Versehen die Hand zu heben, sondern dabei auch sich wirklich zu Wort zu melden. Und dann als letzten Hinweis, die wichtigsten Links und die PowerPoint-Präsentation, die heute auch gezeigt wird, geben wir im Nachgang natürlich an alle, die hier heute teilnehmen und sich angemeldet haben, auch bekannt.
Und da gibt es wie immer dann in ein paar Tagen ein kleines Rundum-Sorglos-Paket, möchte ich sagen, im Nachhinein. Ja, und heute haben wir ja wirklich ein sehr spannendes, ein sehr aktuelles Thema. Die Frage ist ja, wir haben das alle beobachtet, die Energiepreise sind in letzter Zeit wirklich stark gestiegen und das stellt halt vor allen Dingen Haushalte mit niedrigem Einkommen vor große Herausforderungen. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich die Notwendigkeit, dass Energiepreise auch klimagerecht gestaltet werden. Und vor dieser Herausforderung, das beides miteinander zu vereinbaren, also zu sagen, ehrlichere und gerechtere Preise zu haben, aber eben auch dabei nicht Menschen hinten runterfallen zu lassen, mit diesem Spannungsfeld beschäftigen wir uns heute. Und da freue ich mich einfach sehr darauf, dass wir ja so spannende Gäste haben. Ich habe sie eben schon kurz vorgestellt. Und wir steigen jetzt einfach direkt ein und wir haben untereinander vereinbart, dass Ulrike Stein heute anfängt und wir von Ihnen ein bisschen die Einführung und die Aspekte hören, was eigentlich bei dieser Frage, wie können wir das klimagerecht gestalten oder wie sind im Grunde genommen die Fragen zu Energiepreisen eigentlich, die viele Leute gerade umtreibt, was steckt eigentlich alles dahinter? Von Ihnen bekommen wir jetzt so einen ersten Einblick und deswegen übergebe ich direkt an Sie, Frau Stein. Bitte schön. Genau, Sie schalten jetzt einmal die Präsentation frei, ne? Und dann kann es Ja, losgehen. ein Moment, jetzt ist wieder. Wir sehen jetzt noch die PowerPoint, also quasi das PowerPoint. Ja, ich. Genau. Jetzt ist meine Leiste verdeckt, jetzt komme ich nicht. Ach so, hier kann ich nicht. Sehen Sie jetzt die Präsentation? Ja, aber wir sind jetzt auf Seite 5. Genau, und jetzt, super, jetzt kann es starten. Bitte schön, Frau Stein. Ja, sorry für das. auch von mir einen schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank auch für die Einladung. Und es freut mich sehr, dass ich hier einen kleinen Beitrag zu dieser interessanten Veranstaltung beitragen kann. Ich werde in meinem Impuls die Klimapolitik aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive betrachten und mich dabei mangels Zeit auf die Dimension der Einkommensverwendung beschränken. Ich möchte in meinem Kurzvortrag im Wesentlichen auf drei Aspekte eingehen. Erstens den Energieverbrauch in der Bevölkerung, zweitens auf die Verteilungswirkung der CO2-Besteuerung und drittens auf die sozialverträgliche Abfederung der Klimapolitik, insbesondere Handlungsoptionen auf Bundesebene aufzeigen. Schauen wir uns zunächst den Energieverbrauch in unterschiedlichen Einkommenssegmenten der Bevölkerung an. Dazu wurde die Bevölkerung aufgeteilt in 10 gleich große Gruppen, also Einkommensdezile, von links nach rechts mit steigendem Einkommen sortiert. Der Energieverbrauch wird hier im Verhältnis zum durchschnittlichen Verbrauch der Gesamtbevölkerung dargestellt. Und es fällt auf, dass der Energiekonsum mit steigendem Einkommen zunimmt. Eine Person im untersten Einkommensdezil verbraucht durchschnittlich nur gut ein Drittel von dem einer Person im obersten Einkommensdezil. Damit sind Personen mit wenig Einkommen aber auch nur für einen deutlich geringeren Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Es lassen sich aus der Abbildung aber auch weitere interessante Erkenntnisse ablesen. Der Unterschied beim Stromverbrauch ist zwischen den Einkommensklassen nicht so groß. Stark ausgeprägt ist hingegen der Unterschied bei der Mobilitätsenergie. Eine Person im untersten Einkommensdezil verbraucht nur gut ein Fünftel so viel wie eine Person im obersten Einkommensdezil. Was wir auch im Hinterkopf behalten müssen, ist die regressive Wirkung von Energieausgaben. Obwohl Personen mit niedrigen Einkommen weniger Energie verbrauchen, müssen sie doch einen deutlich höheren Anteil des Einkommens für Energie ausgeben. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammensetzung des Energieverbrauchs in den Haushalten. Strom spielt beim Energieverbrauch der Haushalte bisher nur eine untergeordnete Rolle. Im Schnitt beträgt der Anteil nur rund 10%. Die übrigen 90% verteilen sich fast gleichmäßig auf Heiz- und Mobilitätsenergie. Allerdings verbrauchen Personen im untersten Einkommensdezil mehr als die Hälfte ihrer Energie zum Heizen, während Personen im oberen Einkommensdezil mehr als die Hälfte ihrer Energie für Mobilität aufwenden. Hieraus lassen sich auch schon bereits hilfreiche Erkenntnisse für die Politik ableiten. Es wird deutlich, dass eine CO2-Bepreisung im Bereich Wohnen vor allem Personen mit geringem Einkommen besonders belastet.
Auf der anderen Seite aber die Entlastungseffekte im Bereich Verkehr vor allem den Personen mit höheren Einkommen zugutekommt. Auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen zeigen, wie die CO2-Steuer die Bevölkerung ungleich belastet. Dazu habe ich Ihnen zwei Schaubilder aus dem IMK-Gutachten mitgebracht, wo wir die Belastung unter anderem für einen CO2-Preis von 35 und 125 Euro je Tonne CO2 berechnet haben. Mir geht es jetzt hier nicht darum, auf die genauen Zahlen einzugehen, sondern Ihnen nur visuell zu verdeutlichen, wie unterschiedlich Personen in unterschiedlichen Bereichen der Einkommensverteilung von der CO2-Steuer belastet werden. Die größte Belastung entsteht durch den Verbrauch von Wohnenergie, hier die hellbraunen Balken, und wirkt stark regressiv. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Haushalte mit niedrigen Einkommen häufiger in älteren Wohnungen mit schlechter Qualität leben. Die blauen Balken zeigen die Belastung, die durch das Autofahren entsteht. Interessanterweise wirkt sie nur leicht bis nicht regressiv. So in fast allen Einkommensbereichen ist die proportionale Belastung vom Autofahren gleich groß. Das liegt darin, dass einkommensschwächere Personen weniger mit dem Pkw fahren und sich auch eher nur kleinere oder gar kein Pkw leisten können. Und der dritte Belastungseffekt, die dunkelbraunen Säulen, kommt von der Preisüberwälzung der Unternehmen. Also wenn die Unternehmen einen Teil ihres Kostenanstiegs durch die CO2-Steuer an die Konsumenten weitergeben. Dieser wirkt ebenso regressiv. Und betrachten wir alle Effekte zusammen, dann sieht man, dass Personen mit geringem Einkommen proportional deutlich stärker von einer CO2-Steuer belastet werden als die mit hohem Einkommen. Das rechte Schaubild, wo der CO2-Preis bei 125 Euro je Tonne CO2 liegt, zeigt, dass die Belastungen insgesamt mit zunehmenden CO2-Bepreisungen ansteigen, aber die Verteilungswirkung nicht anders ausfällt. Es wird deutlich, dass die Bezieher von niedrigen Einkommen ohne finanziellen Ausgleich spürbar durch die höheren Energiepreise belastet werden. Und wir haben momentan zwar lediglich einen CO2-Preis von 30 Euro je Tonne CO2, aber wir wissen, wo die Reise hingehen muss. Und wir können von dem rechten Schaubild gut abstrahieren, wie sehr die gestiegenen Energiepreise im letzten Jahr die Personen mit niedrigen Einkommen getroffen haben. Um sozialen Ausgleich zu schaffen und die Haushalte zu entlassen, gab es im letzten Jahr einen großen Bundeszuschuss zum Absenken der EEG-Umlage. Aber wie viel Entlastung hat das wirklich gebracht? In der linken Abbildung sind die Entlastungseffekte abgeschätzt. Die Senkung der EEG-Umlage hat die Haushalte im Jahr 2021 nicht spürbar entlastet. Tatsächlich haben andere Faktoren dazu geführt, dass die EEG-Umlage um lediglich 0,25 Cent pro Kilowattstunde gesunken ist. Der große Bundeszuschuss hat lediglich ein starkes Ansteigen der EEG-Umlage im Jahr 2021 verhindert. Hätte es keine anderen Einflussfaktoren gegeben, die zu einem starken Anstieg der EEG-Umlage geführt hätten, und wäre der Bundeszuschuss vollständig an die Konsumenten weitergegeben worden, wäre die EEG-Umlage zwar um 3,15 Cent pro Kilowattstunde gesunken, die Verbraucher hätten aber dennoch alle eine zusätzliche Belastung zu tragen gehabt, wie man an den schwarzen Punkten in der rechten Abbildung sehen kann. Ob die Senkung der EEG-Umlage eine gerechte Entlastung ist, ist eine andere Frage. Obwohl sie Geringverdiener gemessen am Haushaltsnettoeinkommen anteilig stärker entlastet als Besserverdienende, betrug die absolute Kostenersparnis durch die Senkung der EEG-Umlage im vergangenen Jahr im untersten Einkommensdezil nur 34 Euro pro Person und Jahr, im obersten Einkommensdezil dagegen 52 Euro. In diesem Fall wäre eine Pro-Kopf-Klimaprämie, das ist die zweit viel diskutierte Maßnahme zum Entlasten von Haushalten, viel gerechter, wie Sie da diese linken Spalten sehen, weil jeder Bürger, jede Bürgerin gleich viel Geld zurückbekommen würde. Eine Klimaprämie hat dadurch auch eine höhere Verteilungswirkung als die Absenkung der EEG-Umlage. Und dazu komme ich dann schon zur nächsten Frage. Was für Maßnahmen werden für einen sozialen Ausgleich benötigt? Da die CO2-Steuer Personen mit geringem Einkommen überproportional belastet, sollten dem entsprechend Kompensationsmaßnahmen diese Personengruppen auch überproportional entlasten. Sowohl die Senkung der EEG-Umlage als auch die Klimaprämie erfüllen diese Kriterien. Allerdings haben beide gemeinsam, dass sie nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden und jeden in der Gesellschaft entlasten, ohne dass es dafür eine Notwendigkeit gibt. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass Personen mit höheren Einkommen mehr Energie verbrauchen, ist es sinnvoll, den sozialen Ausgleich so zu gestalten,
dass er mit zunehmendem Einkommen absolut gesehen abnimmt. So wie beispielsweise eine zu versteuernde Pro-Kopf-Klimaprämie. Mit zunehmenden CO2-Bepreisen und weiter stark steigenden Energiekosten werden weitere Energieentlastungsmaßnahmen notwendig, um soziale Schieflagen aufzufangen. Da gibt es dann auch einiges, was das Land NRW tun könnte, um die ökologische Transformation sozial abzufedern. Ganz zentral ist das Thema Wohnen. Die ökologische Transformation wird durch verschiedene Kanäle, zum Beispiel Wohnenergie, Regularien zur Gebäudesanierung, das Wohnen teurer machen und die durchschnittlichen Warmmieten werden spürbar steigen. Daher müssen jetzt schon flankierende Maßnahmen ergriffen werden, die es Haushalte ermöglicht, auch zukünftig mit niedrigen Einkommen würdevoll zu leben. Dazu müssen wir unter anderem über die Erhöhung des Wohngelds, Schaffung von mehr Sozialwohnungen mit ökologischen Standards und einem Verbot der Kostenüberwälzung von Gebäudesanierung auf die Mieter nachdenken. Wir werden uns auch intensiv mit dem Thema Energiearmut und vor allem Vermeidung von Energiearmut beschäftigen müssen, wenn wir nicht wollen, dass das neue Armutsproblem der 2020er Jahre wird. Die Dringlichkeit dessen haben uns die stark steigenden Energiepreise im letzten Jahr vor Augen geführt. Dazu bedarf es aber ein gutes Monitoring, das das Problem der Energiearmut erkennt, analysiert und bekämpft. Und damit nicht immer mehr Menschen Gefahr laufen, Energiesperren zu bekommen, weil sie ihre Strom- und Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Dazu müssen auch die Regelsätze der Grundsicherung für Arbeitssuchende regelmäßig mit den Preissteigerungen für Energie Schritt halten. Und für eine faire Teilhabe wäre es gerecht, ein kostengünstiges Grundbudget an Energie für jeden und gestaffelte Energiepreise einzuführen. Im Prinzip gilt es, Maßnahmen für einen sozialverträglichen Klimaschutz ab sofort in allen Bereichen mitzudenken und in allen Gesetzen mit zu berücksichtigen. Dazu könnte man den regionalen Klimaaudit in NRW und eine verbindliche Evaluierung der Belastungseffekte der Haushalte vorschreiben. Es geht darum, rechtzeitig zu erkennen, wie hoch die Nettobelastung der Bürgerin durch die CO2-Bepreisung ist und welche Effekte sie auf die Haushalte hat. Damit lassen sich die besonders betroffenen Gruppen dann leichter identifizieren, dass man sie durch zielgerichtete Maßnahmen oder Transferzahlungen entlasten kann. Wir müssen aber auch etwas für die Stromgewinnung und Vermeidung tun. Dazu zählt der schnelle Ausbau von Wind- und Solarenergie und anderen Kleinstanlagen zur Stromgewinnung, aber auch eine gesellschaftliche Aufklärung zur Stromvermeidung. Ebenso bedeutet Teilhabe an der Gesellschaft auch bezahlbare ökologische Mobilität für alle. Dazu bedarf es ein umfassendes Mobilitätsgesetz, welches alternative, bezahlbare, klimafreundliche Formen der Mobilität für alle beinhaltet. Umweltbelastungen reduziert, wie generelles Tempolimit, Ausbau von ÖPNV und Radwegen und die sozialgesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, beziehungsweise durch Sozialtickets. Damit bin ich auch schon am Ende von meinem Impuls. Ich hoffe, ich konnte damit schon ein paar wichtige Punkte für die spätere Diskussion mit einbringen und ich freue mich schon darauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einführung. Ich fand, das war schon sehr spannend und hat uns nochmal, glaube ich, auf den aktuellen und gleichen Sachstand gebracht und hat, glaube ich, auch den einen oder anderen Punkt für die Diskussion gleich schon gelegt. Und es gibt ja auch schon Dank und im Chat und auch schon ein paar Fragen, die wir dann aber im Nachgang nach allen drei Kurzstatements hier dann auch in die Diskussion mit aufnehmen. Und ich möchte jetzt noch darauf hinweisen, dass wir ja auch, ich habe eben schon mal gesagt, es ist ein Teil einer Reihe der Grünen Landtagsfraktion und ich möchte noch dafür werben, gerne auch an den anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Wer noch mal gucken möchte, was das genau ist, der für den und die stellen wir jetzt den entsprechenden Link auch in den Chat. Wir haben schon ein paar Themen hinter uns. Es geht aber auch noch um Stadtentwicklung beispielsweise oder digitale Teilhabe, die Frage zu Wohnungslosigkeit. Und so haben wir versucht, einfach unterschiedliche Themen auch mit aufzugreifen. Und das kann dann an anderer Stelle auch eben gerne nochmal vertieft werden. Erstmal herzlichen Dank an Frau Stein und dann übergebe ich jetzt an Udo Sieverding, der von der Verbraucherzentrale hier zu uns gekommen ist, sich ja schon lange mit dem Thema Energie dort auch beschäftigt
und in letzter Zeit, glaube ich, sehr viel mit der Frage der Energiepreise, der Entwicklung und was das für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, zu tun hat. Und wir kennen uns auch schon lange, deswegen übergebe ich jetzt an dich und darf dich duzen. Und bitteschön, Udo, wir freuen uns auch auf deine, aus deiner Sicht, aus der Sicht der Verbraucherzentrale, deinen Input an dieser Stelle. Ja, schönen guten Abend allerseits. Vielen Dank, Wiebke, für die Einladung und für die nette Begrüßung, aber auch vielen Dank an Frau Stein, die schon mal sehr gut ins Thema eingeführt hat. Und ich muss jetzt gucken, dass ich nicht so viel davon doppelt sage, aber ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, deswegen habe ich mir ein paar andere Punkte auch überlegt. Ja, Wiebke hatte es angesprochen und jeder weiß es natürlich, weil wir davon ausgehen, dass alle Haushalte von den steigenden Energiepreisen, von der Energiepreisexplosion, die wir gerade feststellen, betroffen sind. Ich hatte am Wochenende irgendwie eine Zeitung aus Österreich in der Hand irgendwie und da waren 12% der Befragten haben angegeben, dass sie, also 88%, dass sie das natürlich in der Geldbörse merken und 12%, dass sie das nicht merken. Da habe ich mich gefragt, was das für 12% gewesen sein sollen, die das noch nicht merken. Also wir gehen davon aus, dass es in allen Haushalten angekommen ist. Und ich habe auch gesehen, dass bei den Teilnehmern, wir sind ja jetzt bei 173, auch einige Industrievertreter, die ich zumindest aus diesen Zusammenhängen kenne, sehe. Und ich glaube, in der Dimension, die wir heute bei den Energiepreisen sehen und wenn wir über soziale Dimensionen davon, von Klimaschutz und Energiewende sprechen, dann haben wir natürlich, also ich jetzt und die Verbraucherzentrale, den Blick natürlich auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, privaten Haushalte. Aber letztlich ist uns natürlich auch, wenn wir sehen, was mit den Industriestrompreisen ist, was mit den Gaspreisen in der Industrie ist, das ist natürlich auch eine soziale Frage, weil es hier um Arbeitsplatzerhalt geht und das ist uns natürlich auch oder sollte uns auch sorgen, weil wir hier wirklich in Dimensionen sind, die sich, glaube ich, vor 6 Monaten niemand vorstellen konnte. Und deswegen fange ich mit meiner Kurzpräsentation mal an. Ich habe hier so Karten vorbereitet. Gucken. So, und das, was wir jahrelang immer, wenn man die Klimaschutzdiskussion verfolgt, dann ist immer klar, Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit ist auch wichtig. So. Und das ist dann schon so ein Evergreen geworden, dass man das natürlich, diesen Dreiklang immer betont. Jetzt muss man wirklich sagen, sind wir zum ersten Mal, also glaube ich, zum ersten Mal in einer Diskussion und vor einer Schwierigkeit, wo wir uns ernsthaft Sorgen machen. Wir haben bei der Versorgungssicherheit bislang immer über den Strom gesprochen und den Blackout. Jetzt stehen wir kurz davor, wenn der Februar kalt wird, dass die Gasspeicher leer gehen. Und das ist natürlich eine Sorge auch wirklich, die wir so gar nicht kannten, die wir noch nicht hatten. So, und das geht natürlich einher auch, und das ist hier mit der Bezahlbarkeit, dass wir hier auch mit Strompreisen, Sie wissen, die Verbraucherzentrale hat sich in den letzten Wochen viel mit Energiediscountern, aber auch mit Stadtwerken herumgeärgert. Und wenn dann Stadtwerke plötzlich 1,07 Euro aufrufen für eine Kilowattstunde Strom oder 25 oder 30 Cent für eine Kilowattstunde Gas, dann sprengt das unsere bisherige Vorstellungskraft. So, um in meiner Kartensammlung weiterzumachen, habe ich mal in dem großen, wir haben ja alle noch unter dem Eindruck der Bundestagswahl, und da lautet die erste Karte, und das merken wir natürlich auch gerade jetzt in der geopolitischen Diskussion um Putin, dass was in der Ukraine passiert, eine gute internationale Politik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Klimapolitik, zufällig jetzt auch alles in drei oder zwei grünen Häusern in Berlin, ist natürlich eine Chance, eine Riesenchance, das jetzt anders zu machen, gerade die Klimapolitik auch mit aus dem Außenministerium zu machen. Aber es ist natürlich auch, wenn man sich anguckt, letztlich auch, wie die Ampel sich derzeit in der Ukraine-Frage verhält, keine einfache Situation. Und das, wo wir hier im Verlauf des Abends noch drüber reden, wo man hier kompensieren kann, wo man auch irgendwie einkommensschwächeren Haushalten was Gutes tun kann, um sie vor existenziellen Nöten zu schützen. Wenn wir das in der internationalen Politik schon versemmeln, dann können wir das schwer nachher durch Einzelkompensationen wieder rausholen. So.
gucken wir auf Deutschland und Nordrhein-Westfalen, da wird natürlich das A und O für eine erfolgreiche Klimapolitik und für eine erfolgreiche, auch soziale Klimapolitik, ist der Ausbau der Erneuerbaren. Unsere drei E's, der Ausbau der Erneuerbaren, Energieeffizienz und Energiesparen. Frau Stein hatte es ja auch in einer Folie schon. Ich bin fest überzeugt, wenn wir einen guten, ambitionierten, engagierten Klimaschutz machen, dass das mittel- bis langfristig auf jeden Fall auch die soziale Härten mindert. Das ist ein Beitrag zu auch bezahlbaren Energiepreisen für die Verbraucherinnen, aber auch für die Wirtschaft ist. Wir haben da in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Das wird jetzt auch, glaube ich, sehr klar auf allen Ebenen. Deswegen sozial gerechter Klimaschutz bedeutet auch ambitionierter Ausbau von Erneuerbaren. Wir haben jetzt heute so gerade noch mal bei der Energieeffizienz die KfW-Programme so ein bisschen gerettet bekommen, wenn man das aus Berlin so interpretieren kann. Das sind wichtige Sachen, da muss noch viel mehr passieren. Und das wird nicht einfach in den nächsten Jahren. Ich bin aber auch überzeugt, dass wir dazu weiterhin Wettbewerb und auch Kosteneffizienz benötigen. Und das ist, glaube ich, auch in dieser Runde keine Selbstverständlichkeit. Wir haben durchaus immer, wenn es um Kosteneffizienz geht, beim Ausbau der Erneuerbaren durchaus auch kontroverse Diskussionen. Manchen kann das nicht teuer genug sein. Das ist natürlich auch eine Frage von Geschwindigkeit, aber letztlich bin ich überzeugt, wir brauchen weiterhin diese Kosteneffizienzen, auch den Druck letztlich über den Wettbewerb, dass der eingesetzte Euro wirklich auch dahin geht, wo er am meisten CO2 einspart. Und auch, ich habe das mit dem Wettbewerb auch nochmal mitgenommen, weil wir auch weiter den Wettbewerb am Energiemarkt brauchen. Wir haben harte Wochen hinter uns. Ich hatte schon gesagt, Verbraucherzahlen, wenn sie beim Discounter rausgeflogen sind, plötzlich dann und bei den Stadtwerken Gütersloh, wie in der Grundversorgung landen, dann plötzlich 92 Cent für eine Kilowattstunde. Deswegen haben wir die Stadtwerke auch unter anderem deswegen abgemahnt mit den Wuppertalern und der Rheinenergie zusammen, weil wir klären wollten, ob hier Kunden zweiter Klasse, wenn sie vom Discounter rausfliegen, dann in einen Neukundentarif geparkt werden. Wir sind, um das klar zu sagen, den Discountern seit Jahren auf den Fersen, mahnen sie ab, verklagen sie bei jeder Gelegenheit, bei jeder Trickserei, die wir da aufdecken. Wir sind trotzdem der Meinung, dass es eine Belebung des Wettbewerbs ist. Und ich sage das heute auch so deutlich. Viele Haushalte, das sind nicht nur die Bonushopper, die bei den Discountern auch Kunden sind, sondern viele Haushalte haben die Energiepreissteigerung der letzten Jahre auch deswegen in ihrem knappen Familienbudget beherrschen können, weil sie den Tarif gewechselt haben oder weil sie auch den Anbieter gewechselt haben, auch zu Discountern. Teilweise haben sie das selber. Ich weiß aber auch von vielen, dass dann die Enkel das für die Oma machen oder Kollegen, so, weil das nicht jeder hinbekommt. Es ist auch nicht Das immer wieder natürlich auch schreckt ab, wenn man dann Teldafax und Fleckstrom in den Knochen hatte. Das, was wir jetzt sehen, ist natürlich auch sehr unschön. Trotzdem ganz klares Statement, wir wollen diesen Wettbewerb, er muss reguliert werden, aber wir wollen ihn haben. Wir wollen diesen Energiemarkt bei Strom, Gas nicht den Stadtwerken und E.ON und Vattenfall alleine überlassen. Wir brauchen auch Discounter, wir brauchen auch Ökostromanbieter, das ist alles Teil des Wettbewerbes. Und das gehört alles dazu, auch für private Haushalte, die Strom- und Gastarife in Grenzen zu halten. Bei der Fernwärme haben wir da ja leider keine Chance. So, jetzt kommt das Thema, wo wir, glaube ich, heute die meiste Zeit auch nachher noch in der Diskussion verwenden, soziale Kompensation. Das hatte Frau Stein auch gerade schon angesprochen. Und da sind natürlich die Maßnahmen in der Diskussion, EEG-Umlagenabsenkung vom 01.01.23 vorziehen, jetzt auf den 1. Juli, die Lindner-Diskussion, die gerade läuft, Absenkung der Stromsteuer auf die 0,1 Cent europäisches Mindestmaß, Heizkostenzuschuss zum Wohngeld, diskutiert sind 135 Euro. Wir sind der Meinung, 500 Euro wäre hier angemessen mit den entsprechenden Stufen höher. Es sind aber auch so Sachen, wie die Diskussion um die Angemessenheit, wer von Ihnen euch lokalpolitisch unterwegs ist, gerne mal bei den Sozialämtern nachfragen, wie die derzeit mit der Angemessenheit der Heizkosten bei den Leistungsbeziehern umgehen. Wir haben immer wieder Ärger und Diskussion darüber, weil das hier
sehr stark unter dem Stichwort, die heizen bei offenem Fenster und deswegen müssen die auch einen Teil selber zahlen. Das ist jetzt wirklich eine Härtesituation, wo wir, wenn wir diesen Haushalten, aber da kann Frau Büngler sicherlich gleich auch noch mal mehr zu sagen, wenn wir hier jetzt noch die Angemessenheit der Heizkosten in der aktuellen Lage in Frage stellen, verschärft das die Situation noch mal. Und ganz oben drüber steht natürlich auch, Frau Stein, die Diskussion um das Klimageld, das Energiegeld oder den Klimabonus, wie man ihn auch immer nennt. Er wäre sozial gerechter, er wäre auch sinnvoll. Ich habe aber immer noch keinen kennengelernt, der ein gutes, bürokratiearmes, gerechtes System hat. Wir haben das Finanzamt hat die ID von allen Bürgerinnen, aber sie haben nicht die Kontonummer von den Rentnerinnen, von den Studierenden. So, da fallen immer, wie man es macht, fallen immer welche durch. Und deswegen glaube ich, kurzfristig hilft uns das nicht weiter. Kurzfristig würde uns die EEG-Umlage helfen, auch wenn die natürlich an den Energieversorger gekoppelt ist und der dann erstmal, da sind wir wieder beim Energiemarkt, das über Preisanpassungsklauseln denn tatsächlich auch an die Haushalte weitergeben muss, weil erstmal merkt er das ja. Das ist alles nicht ganz einfach, können wir gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Und mein letztes Kärtchen betrifft natürlich das Kerngeschäft der Verbraucherzentrale. Wenn man alle diese Sachen richtig gut macht und dann die Verbraucher nur noch damit dann noch dahinter lässt, was sie dann wirklich in ihrem eigenen Bereich auch tatsächlich machen können, den Einfluss, den sie haben, damit sie nicht nur die Fehler der Politik ausbügeln müssen, dann kommt natürlich Information und Beratung ins Spiel, sowohl Energieberatung, die wir machen, aber natürlich auch, wir haben eine Energiearmutsberatung in einer Reihe von Beratungsstellen und machen auch viel Information, Motivationsarbeit und da, wie gesagt, auch falls hier noch welche aus Kommunen dabei sind, die überlegen, was man in dem Bereich noch mehr machen könnte, sprechen Sie uns gerne an, sprechen Sie unsere Beratungsstellen gerne an. Das war es auch schon. Vielen Dank zunächst. Ja, danke Udo für diesen Einblick und die etwas andere Art der Präsentation heute mal mit Karten. Sehr schön, danke dir. Und es sind jetzt noch ein paar Fragen und auch eine kleine Diskussion im Chat schon dazugekommen. Aber ich übergebe erst einmal an Andrea Büngeler vom Paritätischen NRW. Ich freue mich sehr, dass auch Sie dabei sind als Vertreterin der Wohlfahrtsverbände. Sie sind ja jetzt auch eben schon angesprochen worden. Das heißt, Sie haben jetzt einfach nochmal die dritte Sichtweise, die Sie hier reinbringen und können dann aus Ihrer Sicht die Anforderungen, das, was Politik tun sollte, wo Sie vielleicht aber auch schon richtige Entwicklungen sehen oder Schwierigkeiten sehen, darauf uns gerne nochmal einstimmen und dann steigen wir gemeinsam in die Diskussion ein. Bitte schön, Frau Büngeler. Ja, herzlichen Dank. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und einen wunderschönen guten Abend. Ich habe jetzt die große Herausforderung, als dritte Vortragende Sie noch mal ein bisschen mitzunehmen. Ich habe weder eine Präsentation noch Karten. Sie müssen mir schlicht zuhören, aber auch das funktioniert ja. Hörbücher sollen ja entkommen sein. Sie haben es gesagt, Frau Brems, ja, ich bin Landesgeschäftsführerin des Paritätischen hier in Nordrhein-Westfalen. Und wer uns nicht kennt, unter unserem Dach sind 3100 Organisationen mit 6500 Einrichtungen und Diensten auf allen Feldern der sozialen Arbeit sind bei uns Mitglied, alle rechtlich selbstständig und in allen möglichen Feldern der sozialen Arbeit tätig. Und man mag sich ja vielleicht fragen, was hat jetzt sozusagen die soziale Arbeit mit dem Thema Klimaschutz zu tun? Sie haben es aber auch in Ihrer Überschrift. Und für uns ist das ganz besonders nochmal prägend. Unsere verbandlichen Grundsätze, Leitsätze sind Toleranz, Offenheit und Vielfalt. Ein Leitbild, woraus sich dann Humanität und Menschenwürde ableitet, die im Vordergrund steht. Und insofern ist natürlich das Thema Klimaschutz, wie man ihn sozial gerecht gestalten kann und wie es eine lebenswerte Gesellschaft gibt für alle, niemanden ausgrenzt, für uns ein ganz zentrales Thema. Ich glaube, dass das Thema Klimaschutz neben Digitalisierung eine der Herausforderungen der nächsten Jahre sein wird, dass wir aufpassen müssen, dass wir im Kleinen nicht spalten, aber wenn man mal einmal den Blick über den Tellerrand wirft, ich glaube auch gesellschaftlich aufpassen müssen, dass wir wieder nicht zulasten von Drittländern hier ökologisch gesund leben, dass Zugang zu Trinkwasser, Zukunftsperspektiven für alle da sein muss.
Ich möchte aber jetzt doch zurück auf NRW, aber ich würde gerne mein Eingangsstatement in aus zwei Blickrichtungen betrachten. Und das eine ist die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Dazu haben wir schon ein bisschen was gehört. Und das andere, und das würde ich zumindest gerne nennen, sind die Einrichtungen und Dienste des Paritätischen oder der Wohlfahrtspflege insgesamt. Denn das Thema Klimaschutz ist was, was wir auch in den Einrichtungen und Diensten umsetzen müssen und leben müssen. Und wenn ich damit ganz kurz beginnen darf, denn auch da werden unglaubliche Ressourcen verbraucht. Also der Ressourcenverbrauch in einer großen Altenhilfeeinrichtung, aber auch so mal bei großen Kita-Verbünden, wenn da gekocht wird, ist zu beachten. Dazu kommt, dass wir in dem ganzen Bereich Kinder- und Jugendhilfe auch sowas wie eine Vorbildfunktion haben. Wie lebt man denn umweltbewusst? Wie geht man denn ressourcenschonend mit den Dingen um? Und der dritte Aspekt, der uns auch zunehmend begegnet, auch unsere Mitarbeitenden fragen, welche Fortbewegungsmittel wählen wir denn? Wo kaufen wir unseren Strom? Wo beziehen wir unser Material? Und mein Gefühl ist, oder das, was wir bislang sehen, ist, dass das Thema Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement bislang noch kein Thema ist für die sozialen Einrichtungen. Es gibt kaum Förderprogramme dafür. Es ist kein Thema in Verhandlungen mit Kostenträgern, egal um welches Feld es sich handelt. Und ich glaube, da muss man nochmal hingucken und sagen, da braucht es, wenn man da was ändern will, dann braucht es auch dafür Geld und es braucht die Expertise. Denn nur weil ich vielleicht eine gute Einrichtungsleiterin bin, bin ich noch lange kein Klimamanager und weiß nicht, wie ich meine Fenster energetisch saniere in dem Gebäude. Also da, denke ich, ist einiges zu tun. Ich glaube auch einiges, was man auf Landesebene an Förderprogrammen, an zusätzlichen Mitteln bereitstellen kann. Der zweite Aspekt, und das, so habe ich es zumindest wahrgenommen, ist, glaube ich, das Hauptthema des heutigen Abends, betrifft die Menschen in unserem Land und die Ausgestaltung unserer Gesellschaft. Und ich glaube, auch da ist unstrittig, dass eine gute Klimapolitik Geld kosten wird. Und man darf aber nicht sagen, entweder machen wir Klima oder wir machen Soziales. Sondern man muss das in meinen Augen zusammendenken. Es muss ein Miteinander sein und es muss, wenn man eine ökologische Wende will, muss sie gerecht sein. Und man darf sie nicht auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen oder auf Bevölkerungsgruppen, die vielleicht nicht so eine große Lobby haben und sich wehren können, abwälzen. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Gesellschaft nicht weiter spalten. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mir Gedanken machen muss, sozusagen um mein tägliches Brot, um mein tägliches Überleben, oder ob ich mir Dinge einfach einfacher leisten kann. Insofern darf für mich umweltbewusstes Leben kein Luxus sein. Und man erlebt das schon in so vielen Bereichen. Das darf sich in meinen Augen nicht fortsetzen. Das ist schon mal ein bisschen angeklungen. Mal das Thema Wohnen nimmt, es gibt wunderbare Förderprogramme. Nur wenn ich dann die Kosten für die Klimasanierung auf die Miete umlege, die höhere Miete aber nicht im Regelsatz ist, dann ist eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgeschlossen. Wenn mein Budget nicht ausreicht, kann ich da nicht wohnen. Das betrifft sowohl die Menschen selber als auch Anbieter von sozialer Dienstleistung. Wenn ich keine bezahlbaren Wohnungen für Frauen in Not, für Menschen mit Behinderung finde, habe ich auch als Träger ein Problem. Bei Energiekosten, das ist eben schon angeklungen, dass das ein großes Problem wird. Denn es ist ja auch so, auch energieeffiziente Geräte muss ich mir alle leisten können. Und dann gibt es mal einen Zuschuss, aber das reicht ja nie, um das zu kaufen. Ja, und das gilt auch, wenn es um das Thema Ernährung geht. Es ist ein Unterschied, ob ich rechnen muss und am Ende des Monats vielleicht zur Tafel gehen muss oder ob ich unbeschwerter Dinge zum Unverpacktladen fahren kann oder zum Bioladen. Das darf in meinen Augen nicht sein. Es muss für alle möglich sein, gesund und nachhaltig sich ernähren zu können. Und das ist, ich sag mal, wenn man sich das jetzt anguckt, auch die Automobilwirtschaft, die E-Autos sind fast alles große Autos, sind sehr teuer, haben sehr viel Schnickschnack drin. Weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Und ob dann der richtige Weg ist, den öffentlichen Personennahverkehr gerade im ländlichen Raum
einzuschränken. Also müssen wir nicht eher dafür sorgen, dass wir ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz haben, was es auch älteren Menschen oder Menschen, die aus gesundheitlichen Einschränkungen kein Auto fahren können, trotzdem die Möglichkeit eröffnet, aus ihrem Ort, aus ihrer Stadt herauszukommen und am sozialen Leben teilzunehmen. Also wenn man sich das in NRW anguckt, ich halte mich für durchschnittlich intelligent, finde aber die 27 Verkehrsverbünde, es sind glaube ich weniger, aber ich finde es extrem schwierig. Also von Wuppertal nach Köln sind schon 2 Verkehrsverbünde und ich kaufe mir eine Bahnkarte, weil ich das einfacher finde, als mir zu überlegen, mit welchem Ticket ich von wo bis wo komme, auch wenn vielleicht ein Teil, wenn ich eine Veranstaltung mal wieder besuchen darf, in dem Ticketpreis enthalten ist. Das, finde ich, ist schwierig. Genauso wichtig finde ich, dass wir eine vernünftige Infrastruktur haben und ich nicht für die Kita, für Schule, für medizinische Versorgung unfassbare Wege aufnehmen muss. Auch damit, ich produziere Verkehr. Also es mag ja sein, dass es spezialisierte Kliniken geben muss, aber eine Grundversorgung sollte wohnortnäher sein. Das sind sozusagen ein paar Gedanken, die ich habe. Und das war ja sozusagen der Wunsch, was würden wir uns wünschen oder was sind Forderungen? Einiges, Frau Stein, hatten Sie schon gesagt. Ich glaube, man muss deutlich gucken, dass die Förderprogramme, die es gibt, für den gemeinnützigen Bereich sind, dass es Förderprogramme auch sind für breite Schichten der Bevölkerung und die dann so gestrickt sind, dass man sie verstehen kann. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen schon mal versucht hat, diese einzelnen Förderungen zu erreichen. Das ist nicht so ganz einfach. Wann zieht welche Förderung zu welchem Prozentsatz und warum? Es muss bezahlbarer, ökologischer und sicheren Wohnraum geben für alle, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich hatte das gesagt, bezahlbaren bis kostenlosen, gut ausgebauten ÖPNV. Hingucken auf die Regelsätze, bezahlbaren, auch öffentlich geförderten Wohnraum, lebenswerte Quartiere mit einer ausgeprägten Umweltgerechtigkeit. Es gibt Untersuchungen dazu, dass das Umfeld, in dem ich lebe, auch Auswirkungen auf meine Gesundheit haben kann. Also all das, denke ich, müssen wir bedenken. Und insofern, und eins ist auch noch ganz wichtig, finde ich, die Vermeidung von Energiesperren. Es sind unglaublich viele Haushalte davon immer wieder betroffen. Und insofern, glaube ich, muss es eine Verzahnung zwischen Energie, Sozialberatung, Schuldnerberatung geben. Und dazu kommt, wenn möglich, Schul- und Kita-Essen kostenlos, soziale Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Und was glaube ich, immer wichtig ist, ist sozusagen, wenn man Förderprogramme oder bestimmte Dinge auflegt, bestimmte Maßnahmen überlegt, sie aus verschiedenen Blickrichtungen und verschiedenen Perspektiven, Menschen mit nicht so hohem Einkommen, vielleicht auch Menschen mit Behinderung, ältere Menschen zu betrachten und nicht immer nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aus der eigenen Perspektive. Das vielleicht so im Schnelldurchgang aus der Sicht eines Wohlfahrtsverbandes. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die Ergänzung und diese Perspektive. Und ich ergreife den Punkt auf, wir sind in der Politik immer ja darauf angewiesen, auch aus den unterschiedlichen Bereichen einfach Rückmeldungen zu bekommen, auch diese unterschiedlichen Perspektivwechsel, weil wir natürlich auch selber immer nur aus einem bestimmten Bereich kommen oder auch selber vielleicht in einem bestimmten Bereich gearbeitet haben, aber natürlich nie alles komplett im Blick haben können. Deswegen sind ja auch solche Veranstaltungen wichtig, deswegen sind Gespräche so wichtig und der entsprechende Austausch. Und es ist, glaube ich, auch, was der heutige Abend bestimmt sicherlich zeigen wird, zu schauen, dass wir noch mehr eben die unterschiedlichen Bereiche miteinander verweben muss, auch in der Politik, dass es eben nicht gut auf Dauer funktionieren kann, wenn man nur den einen Aspekt im Blick hat, sondern dass wir auch untereinander das sicherlich auch noch verbessern können. Ich persönlich habe das auch schon vor kurzem erst gelernt, dass gerade Wohlfahrtsverbände in den entsprechenden Förderprogrammen bisher ganz häufig hinten runterfallen, weil sie quasi weder in den Bereich der Unternehmen noch in den Bereich der einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher gehören. Und das ist sicherlich was wir auch für die Zukunft nochmal mitnehmen.
Ja, wir haben jetzt schon einige Fragen, auch schon, wenn ich das richtig sehe, zwei Wortmeldungen. Da klären wir jetzt gerade, ob es sich nicht um ein Versehen handelt, auszusehen, die Hand gehoben zu haben. Auch das haben wir alle schon erlebt. Deswegen einmal noch kurz an der Stelle die Nachfrage. Und ich gucke mal, dass wir so ein bisschen die ersten Fragen aus dem F&A-Tool hier beantwortet bekommen. Ich fand einen Aspekt gut, also vielleicht auch der Hinweis, dass alle, die jetzt vielleicht hier zugucken, auch nochmal in dieses Tool gucken, weil es auch zum Teil schriftliche Antworten gibt und den Bereich, Frau Stein hat eben schon ein bisschen drauf geantwortet, aber die Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung fand ich jetzt schon nochmal spannend, dass wir das einmal noch in die Runde hier holen. Ich habe Sie so verstanden, Frau Stein, in Ihrer Studie, die Sie auch verlinkt haben, die wir hinterher gerne auch nochmal mit verschicken, dass es keine wirklich signifikanten Unterschiede zwischen ländlichem Raum und der Stadt gibt. Das fand ich sehr, sehr spannend und ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil man denkt ja irgendwie vielleicht gerade beim Mobilitätsverhalten, wir sehen das auch gerade im Chat, dass sehr viel darüber diskutiert wird, dass man auf dem Land ja ohne Auto kaum irgendwie wirklich auch zurechtkommen kann. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen darauf gleich eingehen und dann habe ich noch die entsprechenden Fragen vielleicht in Richtung Udo Sieverding. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die von ICO hier kam. Ich sage immer nur aus Datenschutzgründen hier den Vornamen. Dass es darum geht, es ist vielleicht auch ein bisschen eine rhetorische Frage, aber auf wessen Kosten haben denn bisher E-Discounter die billigen Preise auch anbieten können? Und ich würde dann gerne einmal noch den Aspekt auch aufrufen, der eben noch gekommen ist. Naja, eigentlich haben wir das ja eben auch bei Frau Stein schon gehört. Hauptverantwortlich sind doch diejenigen, die einfach viel Geld haben. Und es kam so ein bisschen die Frage auf, müsste nicht da auch noch mehr verzichtet werden, vielleicht auch verboten werden? Das ist ja eine Debatte, die immer wieder schwierig ist auch zu machen, aber vielleicht mögen Sie, Frau Büngeler, auf den Aspekt gleich nochmal eingehen, wie Sie das vielleicht auch sehen. Was muss denn, welche Verantwortung haben denn nicht nur Politik, da sind wir eben drauf eingegangen, sondern vielleicht auch diejenigen, die mehr Geld haben, müssen wir sie einfach nur anders irgendwie vielleicht in Anführungszeichen belasten mit entsprechenden Umlagesystemen oder was könnte da aus Ihrer Sicht dann vielleicht auch in so eine Richtung auch gehen. Ich fange jetzt umgekehrt vielleicht einmal an, wenn Sie mögen, Frau Büngeler, dass Sie nicht immer die Letzte in der Reihenfolge sind. Und dann gehen wir gleich auch so ein bisschen durch da mal hin und her, was das angeht. Frau Büngeler. Ja, auf den letzten Aspekt, den Sie gesagt haben, das ist ja was, das ist in dem Vortrag von Frau Stein auch durchgekommen. Wir neigen dazu oder die Politik neigt dazu, mit der Gießkanne bestimmte Regelungen auszuloben. Und das, glaube ich, trifft es nicht. Und es hat auch seitens des Paritätischen Gesamtverbandes vor einigen Jahren schon mal diese Kampagne Umverteilen im Sinne von Fair gegeben, wo es in der Tat darum geht zu gucken, wie kann ich denn höhere Einkommen unter Umständen besteuern. Und da meine ich wirklich hohe. Also man neigt dann dazu immer so am oberen Mittelstand nochmal oder ja, sondern wir haben deutlich mehr Einkommen. Der Reichtum auch in Deutschland konzentriert sich. Auch die Frage von Erbschaftssteuer. Es wird in den nächsten Jahren unglaubliches Vermögen vererbt, was aber auch nicht gerecht verteilt ist. Ich rede nicht über Enteignung. Das ist nicht, die Menschen haben sich das häufig, ist das ja auch erarbeitet worden. Aber nochmal zu gucken, kann man, wie gerecht ist sozusagen unser Steuersystem? Macht man es nicht vielleicht doch einfacher. Wenn ich mir angucke, also wie günstig ich an einen Gewerbeschein komme und was ich dann schon mal absetzen kann, ich brauche nur ein kleines Gewerbe. Also es gibt ein paar Dinge, wo ich finde, wo man schon noch mal hingucken kann und wie ist die Belastung verteilt. Das ist ja in den Charts auch deutlich geworden, dass es trifft immer oder häufig die gleiche Gruppe. Das, glaube ich, muss man mehr in den Blick nehmen, wenn man über solche Modelle nachdenkt. Ich würde gerne einmal noch mal kurz eine Rückfrage stellen, weil eben hatte Udo Sieverding auch so ein Stichwort noch genannt. Naja, ich sag mal, Klimageld sprechen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber es scheint ja schon auch eine Idee zu sein, wie man wenigstens etwas hinbekommen kann. Das ist jetzt nicht die Lösung und nicht das, die Gerechtigkeitslösung, aber ein Aspekt. Und gleichzeitig geht es ja darum, wie kann man es dann möglichst wenig bürokratisch machen. Ne? Und wenn man natürlich versucht, also wenn man es nicht mit der Gießkanne macht, dann kann es natürlich auch schnell noch mal komplizierter werden.
Das ist so ein bisschen vielleicht nochmal ein Aspekt, auf den wir gern gleich eingehen können, oder Sie können auch gerne nochmal darauf reagieren, wenn Sie mögen, Frau Bümmler. Ich bin kein Steuerexperte, also an der Stelle würde ich jetzt, bitte ich auch etwas um Nachsicht, das ist tatsächlich nicht meine Profession an der Stelle. Aber ich sag mal, wenn es, also allein, man kann ja vielleicht auch nochmal gucken, was ich angesprochen habe, Investitionen in Gebäude, damit sie klimaneutral sind, was darf dann der Eigentümer umlegen? Also er bekommt schon die Förderung und legt noch um. Also da sind ja auch schon kleinere Stellschrauben, wo man was machen kann an der Stelle. Also das wären eher so Punkte. Oder vielleicht im Kleinen zu gucken, kann man Preisstaffeln oder muss der ÖPNV überhaupt zumindest so teuer sein. Also als man noch reisen konnte, war ich auch mal ein bisschen in anderen Ländern unterwegs. Ich finde manchmal, ist es nirgendwo so teuer und so kompliziert wie bei uns. Also so. Auch das wären ja alles mögliche Ansatzpunkte, um Menschen auch eine Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Gut, herzlichen Dank dafür. Im Chat gab es, glaube ich, eben auch schon ein bisschen eine Diskussion darüber, wie kompliziert auch unser Tarifsystem ist. Also nicht nur teuer an vielen Stellen, sondern auch kompliziert, ne, was das Thema öffentlicher Personennahverkehr angeht. So, Udo, für dich die Frage, die ja eben gekommen ist. Vielleicht magst du einen Aspekt noch hinzu sagen. Wir haben noch eine Frage von Gregor, der auch nochmal auf den Bedarf des schnellen Ausbaus der erneuerbaren Energien eingeht und sagt, naja, wie können wir denn da auch wirklich noch schneller sein und gleichzeitig die möglichen Mehrkosten oder Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher gering halten. Ich weiß ja, du bist schon auch selber ein Fan des Ausbaus der erneuerbaren Energien, aber vielleicht kannst du diese beiden Aspekte nochmal miteinander verbinden. Ja, kann ich gerne versuchen. Vielen Dank. Kurz nochmal zum Klimageld, weil da gerade, Wiebke, du hattest die Frage nochmal aufgeworfen. Ich glaube, dass das kurzfristig schaffen wir das von der Bürokratie nicht. Und es ist natürlich auch ein Spiegelbild des Digitalisierungszustandes, den wir in Deutschland haben, dass wir zwar die ID im Finanzamt haben, aber die Infrastruktur nicht dahinter, um jeden Haushalt irgendwie zu erreichen, mit einer Kontonummer oder mit einem wie auch immer gearteten System. Aber mittelfristig sollte man das angehen. Es gibt ja im Koalitionsvertrag der Ampel so eine etwas kryptische Formulierung dazu. Das ist einer dieser bekannten Kompromisse und es hat neben der bürokratiearmen Umsetzung natürlich auch die finanzielle Frage, da wird der, deswegen konnten die sich ja, glaube ich, da nicht besser einigen und da ist natürlich jetzt ein Gelegenheitsfenster, glaube ich, politisch, dass man sagt, hier, das ist jetzt so eine Dramatik, da müssen wir jetzt rangehen. Die Idee des Klimageldes war ja auch, das, was in der CO2-Bepreisung eingenommen wird, wirklich 1:1 dann auch zurückzuverteilen. Das ist ja der Charme daran. Das passt dem Finanzminister natürlich nicht, aber das muss man dann letztlich politisch auch durchfechten, damit dieser Eindruck, der Staat steckt sich da was in die Tasche so und zweckentfremdet da die CO2-Steuereinnahmen, dass man das widerlegt. So. Zu der Discounter-Frage nochmal. Ja, da bedanke ich mich natürlich besonders für, weil ich habe auch schon damit gerechnet, dass das kontrovers gesehen wird. Wir haben die letzten Wochen, wer das verfolgt hat, uns da sehr viel mit beschäftigt und dass jetzt Discounter die Belieferung gekündigt haben. Ja, gerade Stromio, dieser große, da kurz vor Weihnachten 700.000 Stromkunden, Anfang Dezember 300.000 Gaskunden, das ist unserer Auffassung nach rechtlich nicht zulässig und ob sie das gemacht haben, weil sie sich beim Einkauf verzockt haben oder weil sie die Strommengen nachher an der Börse teurer verkauft haben, anstatt sie an die Verbraucherinnen zu liefern, das wissen wir nicht. Da sind gerade auch die Staatsanwaltschaften und die Bundesnetzagentur hinterher. Das ist auch wichtig, dass wir das bestehende Recht, bevor wir jetzt neue Regulierungen machen, die wir auch brauchen, aber dass wir erstmal die bestehenden Möglichkeiten hier schnell und scharf auch umsetzen. Wie gesagt, da bin ich sofort dabei, wenn es darum geht, die Discounter auch an die geltenden Spielregeln und Gesetze irgendwie zu halten. Warum? Das ist ein Teil möglicherweise, warum sie jetzt dieser konkrete Anbieter da sich verzockt hat. Ansonsten die Frage, warum können die solche Preise machen?
Sie haben eine andere, aggressivere Beschaffungsstrategie. Die ist jetzt gerade, sind die damit auf die Nase gefallen. Es gibt ja auch eine Reihe von Insolvenzen. Da ist sie nicht aufgegangen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass der Markt das dann werden, die sind nicht doof, die Jungs, die werden darauf und Frauen, die werden darauf reagieren. Die werden, das ist Wettbewerb. Und wenn Sie wissen, dieses Geschäftsmodell, was jetzt 10 Jahre funktioniert hat, als die Preise vor allen Dingen an den Großhandelsplätzen gesunken sind, dann kann ich natürlich Neukunden gewinnen und muss mich vorher noch gar nicht damit eindecken. Aber wenn die Preise steigen und jetzt so stark steigen, dann platzt das Geschäftsmodell und dann werden die sich dann neu drauf einstellen. Und da setze ich wirklich auf die Bereinigung, eine Konsolidierung, die sehen wir gerade, des Marktes und die andere, und dann geht es hoffentlich auch weiter. Und der andere Effekt ist, dass sie natürlich eine ganz andere Kostenstruktur haben, wenn die Prozesse sind ganz anders, die Neukundengewinnung läuft über die Portale. Das kann man alles doof finden, aber wenn unterm Strich dabei rauskommt, dass Haushalte für sich persönlich die Entscheidung treffen, ich wähle nicht den Grundversorgungs- oder den Sondertarif der Stadtwerke, sondern oder von E.ON und Vattenfall und EnBW, sondern ich entscheide für mich persönlich, ich gehe zu einem Discounter, weil ich da 200 Euro Strom und 400 Euro Gas im Jahr spare, dann kann ich das verstehen. Wir sagen allen Leuten dazu auch, denkt dran, die Stadtwerke unterstützen den Sportverein und die Bücherei und den ÖPNV und die Schwebebahn, habe ich auch schon im Chat gelesen, das stimmt. Ich finde auch, dass wir sagen das immer dazu, weil wir auch finden, das soll in die Entscheidung der Haushalte letztlich einfließen auch. Und jemand, dem das wichtig ist, der soll sich auch bewusst dafür entscheiden. Und andererseits aber jemand, dem das nicht so wichtig ist, der soll dann auch ohne ein schlechtes Gewissen sich dann auch und ohne sich rechtfertigen zu müssen, dann eben zu einem Discounter gehen oder zu einem Ökostromer oder sonst wohin, wo er oder sie möchte. Und bei Discountern ist das Risiko natürlich ein bisschen größer. Das hat man jetzt auch schon mehrfach erfahren müssen und das tragen jetzt die Gerichte aus. Wir sind da auch mit, bleiben da dran und dann hoffen wir mal, dass es dann am Ende dieser Konsolidierung einen Wettbewerb gibt, der sich eben nicht nur auf die Stadtwerke und E.ON in Nordrhein-Westfalen beschränkt, sondern da auch noch einigen anderen Akteuren den Raum lässt. So, und zum erneuerbaren Ausbau. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was ich weiß nicht, ob der Oliver Krischer dabei ist, aber was die sich gerade mit Osterpaket und Sommerpaket in Berlin ausdenken. Ich habe ein gutes Grundgefühl, wenn ich sehe, was die Agora Energiewende in den letzten Jahren da an Studien aufgelegt hat und dass Herr Patrick Reichen jetzt als beamteter Staatssekretär unmittelbar seine Studien auch umsetzen kann mit Habeck und Krischer im Trio und so. Da habe ich schon ein Grundoptimismus, dass das in die richtige Richtung geht, sowohl was einen ambitionierten erneuerbaren Ausbau angeht, aber auch was eine Abgaben- und Umlagenreform angeht, nachdem die EEG-Umlage jetzt früher oder später in diesem Jahr abgeschafft wird, werden die Netzentgelte ein Riesenthema werden, was uns in den nächsten Jahren möglicherweise auch von der Kostenseite um die Ohren fliegt, sowohl im Verteilnetz den Ausbau, den wir da brauchen, als auch in den Übertragungsnetzen. Das wird die möglicherweise nochmal die Diskussion, auch die wir jahrelang da strittig oder hitzig um die EEG-Umlage geführt haben, hat das Zeug, das abzulösen. Das wird ein Riesenthema. Und da hängt dann dieses ganze Strommarkt, Energiemarktdesign, ob das dabei bleibt, wie wir das bislang haben, Energy Only für die Experten oder und Expertinnen, oder ob es da auch diese Sicherheitsmechanismen Richtung Kapazitäten absichern und so weiter und vergüten geben wird. Das wird eine spannende Diskussion. Und natürlich auch erneuerbaren Ausbau. Ich glaube, auch das ganze Thema Artenschutz, Bürgerbeteiligung, Akzeptanz wird natürlich gerade auch in Nordrhein-Westfalen eine große Diskussion werden. Das ist nicht einfach, aber ich habe da eine persönliche Meinung dazu, aber ansonsten bin ich gespannt, wie sich da eine neue Landesregierung im Sommer auch aufstellt. Gut, herzlichen Dank, Udo. Und jetzt Frau Stein, gerne nochmal zu vielleicht unterschiedlichen Aspekten Stadt-Land oder vielleicht auch was vielleicht Verhaltensänderungen an unterschiedlichen Auswirkungen dann vielleicht nochmal haben können. Bitte schön. Und dann nehme ich jetzt gleich die beiden Personen dran, die sich zu Wort gemeldet haben.
Ja, dazu muss man schauen, was wir in solchen Studien leisten können, was wir uns anschauen. Wir schauen uns Gruppen mit bestimmten Merkmalen an und berechnen dann Durchschnittswerte. Das bedeutet dann aber nicht, dass es in diesen Gruppen in sich oder dass die nicht sehr heterogen aussehen, dass es da Personen gibt, die sehr groß von der CO2-Abgabe belastet werden und andere Personen, die halt weniger stark davon belastet werden. Was wir gemacht haben, wir haben uns Haushalte mit den gleichen Merkmalen von Stadt und Land angeschaut und konnten dann im Durchschnitt jetzt nicht so ein eindeutiges Effekt sehen, dass jetzt die Landbevölkerung viel, viel, viel oder immer viel stärker belasteter wird als die Stadtbevölkerung. Es heißt aber nicht, dass es nicht Einzelfälle gibt, die sehr stark von dieser CO2-Bepreisung betroffen wird. Aber bei den Einzelfällen denke ich, dass meine zwei Kollegen, Frau Büngelau und Herr Sieverding, sicher mehr Erfahrung aus der Praxis damit bringen können. Die Verhaltensänderung in der kurzen Frist ist es ja leider nicht so möglich, so schnell das Verhalten zu verändern, vor allem für Personen mit relativ geringem Einkommen, die halt nicht mal geschwind sich dieses teure E-Auto kaufen können oder die sich in Wohnungen ziehen können, wo sie wenig heizen müssen und so weiter. Das heißt, wir brauchen schon einen gewissen Vorlauf, um diese Verhaltensänderungen in der breiten Masse aussehen zu können, um sie zu realisieren zu können. Okay, herzlichen Dank. Und dann schalte ich jetzt mal den Leon mit Ton zu. Jetzt bist du einmal gefragt, ob du uns den Ton geben möchtest. Jetzt hören wir dich vielleicht. Ja, sehr gut. Bitteschön. Okay. Ja, meine Frage wäre, ich bin nämlich selber kommunalpolitisch bei uns aktiv und ich hatte jetzt diesen Sonntag noch einen Anruf einer Bürgerin, die mir erzählt hatte, wie sehr jetzt ihre Energiekosten gestiegen sind. Die hat mir auch den Betrag genannt und hatte mich dann halt gefragt, was sie als Verbraucherin denn tun kann oder welche Möglichkeiten es für sie gibt, was eben zu verändern oder wie sie dafür sorgen kann, dass auch dieser Preisunterschied halt sinkt, weil sie hätte mir halt den Unterschied genannt jetzt, den sie eben hatte und was sie letztendlich auch tun kann oder an wen sie sich auch wenden kann. Gut, ganz herzlichen Dank für diese Frage. Ich glaube, Udo zuckt sehr doll, an wen man sich da wenden kann. Möchtest du gern einmal antworten? Dann nehme ich gleich den nächsten Fragesteller auch dran. Oder gerne auch Frau Büngeler, wenn Sie gleich noch ergänzen mögen. Ja. Ja, ich kann. Vielen Dank für die Frage, da mir die in den vergangenen Wochen häufiger gestellt wurde, kann ich mal eine kurze, schnelle Antwort versuchen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist das, wo wir gerade drüber geredet haben, den Energiemarkt, die Möglichkeiten Tarifwechsel, Anbieterwechsel, je nachdem, in welchem Vertrag sich die Verbraucherin da befindet, hat sie die Möglichkeit, den Vertrag zu wechseln. Das ist manchmal aber auch ein Vertrag, wo ich vor 6 Monaten oder vor 4 Monaten noch gesagt hätte, schnell raus da, viel zu teuer. Da würde ich heute sagen, Füße stillhalten, drinbleiben, erstmal abwarten und in der Grundversorgung sich erstmal zum Beispiel jetzt in der Grundversorgung erstmal überwintern, dass sich der Markt überhaupt beruhigt. Wir sehen zwar jetzt schon, dass diese Mondpreise, die wir vor 3 Wochen noch hatten, dass die jetzt im Moment wieder rausgehen. Also Strom für Neukunden da 70, 80, 90 Cent. Da sind die meisten jetzt wieder von runter, auch die Stadtwerke Gütersloh. Aber trotzdem haben wir noch so Preise für Neukunden um 50 Cent beim Strom und beim Gas so um 15 Cent. Das ist immer noch Wahnsinn. Und wenn man da in der Grundversorgung als Bestandskunde ist oder vielleicht auch mit seinen Stadtwerken redet, ob die einen da aufnehmen, dann kann man da schon überwintern. So, das ist, wir haben da viel auf unseren Internetseiten rund um das ganze Thema Vertragswechsel, Kündigung. Wir haben auch Musterbriefe für geschädigte Stromio und gestrandete Stromio-Kunden. Da finden Sie bei uns Verbraucherzentrale NRW sehr viel. Und das ganze andere Thema, dazu finden Sie bei uns auch sehr viel. Das ist das Thema Energiesparen, Energieeffizienz, Erneuerbare.
Das richtet sich natürlich vorrangig an Eigentümerinnen, aber auch Mieterinnen können natürlich in einer anderen Größenordnung, aber können natürlich auch was machen. Aber gerade bei den Eigentümerinnen, da kommt das ganze Thema noch Photovoltaik dazu, jetzt kommt die Elektromobilität mit rein. Das sind schon spannende Themen. Auch da gucke ich auf das Oster- oder spätestens das Sommerpaket, was zum Beispiel der Mieterstrom und Mieterinnenstrom macht. Da haben wir große Hoffnung, dass es da eine Entbürokratisierung gibt, damit wirklich endlich auch die Mieter sich an die Ladesäule und auch den Haushaltsstrom der PV-Anlage auf dem Dach unkompliziert anschließen können. Da gibt es viel Hoffnung. Und ja, um den Serviceteil abzuschließen, wir haben zwar im Moment auch Wartelisten in der Energieberatung, weil uns viele einfach die Bude einrennen, aber wir bieten auch Online-Seminare an zu unterschiedlichen Themen, neue Heizung, Wärmedämmung, Photovoltaik. Schauen Sie da einfach bei uns mal vorbei oder ja, sprechen Sie uns an. Gut, danke schön. Frau Büngelam, möchten Sie auch was ergänzen? Ich weiß, dass es natürlich auch Wohlfahrtsverbände gibt, die auch, sag mal, Energie-vor-Ort-Termine oder Ähnliches anbieten, aber natürlich vielleicht auch nur für einen bestimmten Kundenkreis. Ja, das ist sehr breit aufgestellt. Ich sage mal, die Frage, die jetzt kam, war ja sehr spezifisch. Die würde ich tatsächlich auch eher bei der Verbraucherzentrale sehen an der Stelle. Aber natürlich haben wir Beratungsstellen über den VDK weg, über Arbeitslosenberatungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, die in solchen Fragestellungen sicherlich auch helfen können an der Stelle und gucken können. Was ich tatsächlich schwierig finde, das habe ich eben schon ein bisschen gesagt, ist dieses ganze Thema der Förderung. Herr Sieverding hat es gesagt, man findet das auf der Seite. Es ist aber sehr kompliziert, als Privatbürger durchzusteigen. Es gibt dann noch Bundesförderungen, Landesförderungen und wann zieht welche. Ich glaube, so ganz einfach ist es nicht immer. Und wenn ich jetzt mal sozusagen sehr privat sagen darf, man erlebt es dann auch, dann rüstet man sozusagen um die Heizung auf Luft-Wärmepumpe, dann hat man draußen ein Gerät und dann hat man die Beschwerden der Nachbarn, ob das nicht eine Baugenehmigung ist. Es gibt sehr viel Unkenntnis dazu. Also ganz einfach ist das in Deutschland alles noch nicht. Das ist wahr, und die ganze Frage der Bürokratie, des Bürokratieabbaus oder auch Vereinfachung von Formularen und so weiter ist ja auch etwas, was, glaube ich, auch wieder eine gewisse Zeit braucht. Ne? Etwas, was sich so lange so aufgebaut hat, kriegt man, glaube ich, auch nicht innerhalb von wenigen Monaten wirklich geändert. Aber auch da habe ich die Hoffnung, dass es da doch Verbesserungen, Veränderungen auf Bundes- und dann hoffentlich auch bald auf Landesebene gibt. So, jetzt habe ich noch einen weiteren Sprecher, der Klaus, der sich zuschalten kann mit Ton. Ich denke, das klappt, oder? Wunderbar, wir hören dich. Bitte schön, Klaus. Guten Abend. Ja, ganz kurz zwei Sachen. Einmal zum Energieaspekt bei Elektro, also beim Strom. Da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, als das halt jetzt so heiß herging und mich dann orientiert habe auf den unterschiedlichen Portalen, was Strompreise angeht, die haben dann erstmal alle die gleichen Preise monopolartig quasi angeboten. Da gab es für mich keine Alternative, das war überall gleich teuer. Ja. Und Gürtel enger schnallen ist ein bisschen schwierig. Und was die privaten Haushalte angeht, ich denke, da ist nicht so ganz so viel Spielraum. Natürlich gibt es, und das ist der nächste Aspekt, gibt es die Möglichkeit dieser direkten Zuschüsse, die ja jetzt geplant sind. Aber die andere Geschichte ist ja, und deswegen komme ich eigentlich jetzt aufs Hauptthema, das Gas. Da wäre für mich die Frage, wie groß ist denn der Anteil der Preissteigerung durch eben den Angebotsmangel, sprich Russland oder wie auch immer, ja, und was wird da mittelfristig getan, um sich davon unabhängiger zu machen? Und das wäre ja im Prinzip auch eine Schiene, wenn man sich irgendwo anders das Gas besorgt über LNG, wenn wir jetzt die Kapazitäten dazu hätten. Diesen Aspekt mittelfristig zu lösen, 2-3 Jahre oder so. Und das andere, dieses kurzfristige, das ist ja der direkte Zuschuss. Und das, was wir alle wollen, das hin zu erneuerbaren Energien, um es langfristig abhängig zu machen, das machen wir nicht von heute auf morgen. Das löst auch jetzt die heutigen Probleme nicht. Das ist ja ein Aspekt, der geht über die nächsten 10 Jahre. Ja, und da muss man mal gucken, wie kommen wir denn auf der Angebotsseite klar? Wo kriegen wir da
einen Teil des Problems gelöst, indem wir uns größere Mengen billigeren Gases woanders besorgen oder überhaupt das Angebotsproblem verbessern. Entschuldigung, das war's. Okay, herzlichen Dank für diesen Input. Wer kann und möchte aus der Runde hier darauf reagieren? Ich kann mal einen Versuch machen. Mhm. Ich glaube, das ist, soweit ich das beurteilen kann, es ist keine einfache Situation. Wir beziehen, ich glaube, da so 50% aus Russland. Und wir haben ja auch in den, wenn man sich die Klimakonzepte anschaut, sowohl Agroenergiewende als auch DENA, ist in beiden Studien bedingt durch den Kohleausstieg der Gasverbrauch zumindest konstant. Er soll aus der Gebäudewärme rausgehen stärker, weil wir hier die Gasheizung perspektivisch raus haben. Wir können sie über Wärmepumpen besser ersetzen. Aber das Gas brauchen wir dann, wir können es nicht wegsparen, sondern wir brauchen es dann eben in den Kraftwerken, bis wir, und falls wir überhaupt mal das auf eine Wasserstoffwirtschaft umstellen. Und in dieser Übergangszeit, wenn die Kohle rausgeht, brauchen wir das Gas. Die Niederländer fallen aus, weil die in Groningen diese Erdbebenprobleme haben. Die Norweger liefern, was sie können. Das reicht aber auch nicht. Und das Thema, sodass wir die Abhängigkeit von Russland haben und das Thema LNG, da sind auch, glaube ich, die Umweltverbände nicht ganz unbeteiligt, dass es in Deutschland keinen LNG-Hafen gibt. Wir wollten früher das Fracking-Gas oder wir wollen das Fracking-Gas aus Amerika ja eigentlich auch nicht haben. Und das ist ein weltweites, da hat irgendjemand auch den Ton an. Ich bin das, Entschuldigung, ich mache mal eben das Mikro aus, ich wollte da noch was zu sagen, aber gut. Ja, das wäre gut. Danke. Und diesen Weltmarkt, den wir, wie wir ihn bei der Steinkohle haben, dass man halt auch Australien und aus Südamerika beziehen kann, das ist zwar theoretisch bei LNG so, aber praktisch haben wir die Mengen gar nicht, um unseren Gasbedarf darüber zu decken. Und wir haben eine Effizienz auch, die, ich jetzt die Tage was zu gesehen, das muss ja dann auch erstmal komprimiert werden, das muss dann verschifft werden und so weiter in der Gesamteffizienz. Und wenn man dann noch Methanverluste bei der Förderung berücksichtigt, dann sind wir so ganz weit von der Steinkohle nicht entfernt. So, und das kann auch, nachdem wir jetzt gerade sehr hitzig die Atomdiskussion, das eine tote Pferd, in dem wir abgestiegen sind, führen, bin ich mal gespannt, wie die nächsten Monate und Jahre so verlaufen, ob wir nicht auch noch mal den Kohleausstieg vor diesem Hintergrund, dass das mit dem Gas irgendwie auch seine Schattenseiten hat, führen. Wir könnten im Moment, wir haben gar nicht die LNG-Kapazitäten dafür, dass jetzt kurzfristig, die muss man erstmal aufbauen, das dauert 5 Jahre, und ob das dann trägt oder ob es bis dahin vielleicht auch eine andere Situation gibt. Wobei man auch sagen muss, wir haben 2018 und 2019 im vergleichsweise sensationell niedrige Gaspreise gehabt. Das ist natürlich auch, das ist der weltweite Gasmarkt, genau wie der Ölmarkt, das ist natürlich auch Zockerei, das ist die, das kann auch wieder anders aussehen. Im Moment ist das natürlich stark auch von Nord Stream, Putin, Ukraine geprägt. Wir gehen davon aus, dass das auch noch eine Zeit lang so bleibt. Aber wie der Gaspreis in 5 Jahren aussieht, kann, glaube ich, niemand wissen jetzt. Beziehungsweise der Größte könnte sehr viel Geld verdienen. Klaus, wirklich kurz noch, weil wir haben noch andere Themen und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir nicht von dem Hauptthema hier heute wegkommen. Okay. Ja, okay, also ich habe gerade im Chat gelesen, Niederlande und Belgien reichen die LNG-Terminals aus. Wo das angeflanscht wird, ist ja im Prinzip egal. Die Aspekte habe ich auch verstanden unter Umweltschutz, aber es würde ja schon reichen, wenn man die Abhängigkeit von Russland von 50% auf 30% reduzieren würde oder auf 20%. Das wäre so mein Thema. Und wenn die Preise dann fallen, dann kommt das den Verbrauchern erstmal mittelfristig und kurzfristig direkt zugute. Das war's. Entschuldigung. Dankeschön, Klaus, für diesen Input, der jetzt auch noch mal ein bisschen im Chat was dann zur Folge gehabt hat. Ich möchte jetzt aber so ein bisschen gucken, dass wir wieder zurück zu dem Hauptthema kommen, weil ich glaube, wenn wir jetzt sehr viel darüber sprechen, wie groß jetzt wirklich der Anteil von Gas in Zukunft sein wird, kommen wir so ein bisschen davon ab, weil ich glaube, alleine darüber können wir mindestens einen Abend diskutieren. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir uns ja schon auch in anderen Veranstaltungen, auch in unserer
Studie, wie NRW auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann, genau mit diesen Fragen einfach auch beschäftigt haben. Ne? Also wie viel Potenzial haben wir in erneuerbaren Energien? Was braucht die Industrie in Zukunft vielleicht an Wasserstoff? Und wie kann der Übergang dahin gelingen? Das sind ja alles Punkte, die es wirklich auch wert ist zu diskutieren. Nur kriegen wir das, glaube ich, heute an der Stelle nicht hin und geben gerne auch nochmal den Link beispielsweise zur Studie in den Chat und natürlich hinterher auch in die Sammlung. Aber das wäre dann für heute, glaube ich, insgesamt zu viel, wenn wir das auch noch versuchen. Und deswegen komme ich nochmal zurück. Es sind jetzt, glaube ich, nochmal gerade ein paar Fragen nochmal aufgekommen in dem F&A-Tool. Und zum einen, Udo, hast du nochmal ein bisschen Widerspruch bekommen. Ist die Frage, ob wir darauf reagieren müssen. Aber vielleicht nochmal den Aspekt, Nina hat angesprochen. Naja, Herr Sieverding, aber die Leute geben doch für alles Mögliche viel Geld aus, aber nur Strom und Energie soll immer billig sein. Wobei ich kenne diese Diskussion, glaube ich, auch um das Thema Essen. Ja, und was ist uns das eigentlich wert? Frau Büngeler ist ja auch ganz klein bisschen eben drauf eingegangen. Da wird so ein bisschen die Frage gestellt, muss nicht Strom und Energie auch einen gewissen Preis haben, sage ich jetzt mal, um vielleicht auch Energieeffizienz und Sparsamkeit hinzubekommen? Und dann würde ich nochmal einen Punkt auch hinzunehmen, das Thema des einmaligen Heizkostenzuschusses. Vielleicht können Sie, Frau Stein, da auch sonst gerne nochmal drauf eingehen. Das ist ja auch etwas, was die Ampel jetzt beschlossen hat, dass es das geben wird für Wohngeldbezieherinnen und Bezieher. Ob das aus Ihrer Sicht denn da ein Punkt ist, ob das so reicht oder ob es ähnliche oder andere Maßnahmen vielleicht in Zukunft auch noch geben sollte. Und ich würde dann noch mal einmal den Aspekt mit aufgreifen. Jetzt habe ich die Frage gerade weggescrollt, muss ich gerade gucken. Der hier gekommen ist von Johannes. Die Frage, was kann denn kommunale Sozialpolitik ganz konkret, kurzfristig und effektiv vor Ort tun? Vielleicht, Frau Büngeler, haben Sie dazu eine Antwort? Dann würde ich da noch mal die Runde jetzt machen und fange gerne an mit Frau Stein, wenn Sie mögen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es wichtig ist, einen Heizkostenzuschuss zu geben, um die akute, brisante Situation von den Haushalten zu entlasten. Ich denke nicht, dass es beim einmaligen Zuschuss bleiben kann, wenn man so die Entwicklung anschaut, der Energiepreise, die wir gerade sehen. Okay, danke schön. Jetzt waren Sie schneller fertig, als ich die Fragen wieder wegklicken konnte. Frau Büngeler. Ja, die Frage, was kann kommunale Sozialpolitik tun? Ich glaube, dass da schon ein bisschen was geht. Ich halte, also das ist einige Jahre her, da hat man einen Großteil der Wohnungsbaugesellschaften privatisiert. Zum Teil heißen, es gibt die zum Teil noch, zum Teil sitzen da auch in einigen Kommunen auch immer noch Kommunalbeamte drin. Aber da nochmal zu gucken, auch wenn es keine rein gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mehr ist, kann man da mit bezahlbaren, klimagerechten, ökologischen, gesunden Wohnraum schaffen, der auch einer breiteren Bevölkerung zur Verfügung steht. Das, finde ich, gilt auch, wenn es darum geht, Baugebiete auszuweisen. Also warum sind es immer sozusagen die Klasse, entweder die gehobenen Eigentumswohnungen oder schöne Einfamilienhäuser, die sich auch nur eine bestimmte Gruppe von Menschen bezahlen kann, leisten kann. Dann glaube ich, ist es immer wichtig, nochmal zu gucken auf dieses ganze Thema Umweltgerechtigkeit. Also wie sind die Quartiere ausgestaltet? Wie sind sie angebunden? Welchen Belastungen sind sie da ausgesetzt? Was kann man da tun? Wie kann man für eine Durchmischung der Quartiere sorgen? Ich glaube, das sind Dinge, die man sich im Kleinen schon auch angucken kann. Ansonsten ist in der Tat so, dass die Kommunen ja meistens eher klamm sind, also finanziellen Spielraum häufig nicht so haben, aber nochmal zu gucken, was für eine Idee hat man von lebenswerten Quartieren, von Durchmischung, welche Angebote machen dann da auch Verbände, das ist der Paritätische, macht eine Vielzahl von wirklich interessanten Quartiersprojekten, aber ich denke, die anderen Wohlfahrtsverbände auch, und da nochmal zu gucken, kann man da gemeinsam was entwickeln an der Stelle. Das wären jetzt mal so erste Ansatzpunkte aus meiner Sicht. Gut, danke schön. Udo.
Ja. Ach so, eins noch, Fahrradwiege. Also na, der Paritätische sitzt in Wuppertal. Wir haben jetzt einige Trassen, eine echte Fahrradstadt sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit von entfernt, auch wenn wir das immer gerne mal sagen. Aber auch das ist was kommunalpolitisch wirklich in den Blick zu nehmen ist, dass viele Menschen sicher mit dem Rad irgendwo hinkommen können. Ja, vielen Dank. Ich mache vielleicht da gerade noch mal mit zwei konkreten Punkten weiter. Einen hatte ich vorhin schon mal gesagt und auch gerade netterweise schon eine E-Mail dazu bekommen, dass einige da schon unterwegs sind beim Thema Angemessenheit der Heizkosten. Also das sind die Sozialämter sind dafür zuständig. Bei den Leistungsempfängern, die Stromkosten werden ja über die Regelsätze finanziert, die Pauschalen für den Strom sind da zu niedrig. Wir fordern, das ist eine verbraucherpolitische Forderung oder eine sozialpolitische Forderung, die auch viele teilen, aber das, was da jetzt verbessert wurde, reicht immer noch nicht aus. Die Strompauschale ist zu niedrig und bei den Heizkosten, die werden übernommen bis zu einer Angemessenheit. Und wenn der oder die Sachbearbeiterin im Sozialamt der Meinung ist, die heizen zum Fenster raus, der Vormieter ist da irgendwie besser mit klargekommen, dann wird das gekürzt. So, und das oder nicht übernommen. Und das ist jetzt in der jetzigen Situation eine Möglichkeit, wo man unserer Auffassung nach einigermaßen unbürokratisch und konkret wirklich auch Härten vermeiden kann. Und das zweite Thema. Und das wäre möglicherweise auch eine Initiative wert, zumindest mal eine Nachfrage im Sozialausschuss, wie das gehandhabt wird. Und das zweite Thema ist, dass sehr viele Haushalte, gerade einkommensschwache Haushalte, mit Strom die Warmwasserbereitung machen. Sowohl Waschbecken, aber eben auch Dusche. Und das ist ein Kostentreiber, der auch vielfach eben über diese Regelsätze nicht gedeckt ist. Das wird ja nicht als Heizkosten gerechnet, sondern eben als Stromkosten. Und das ist auch was, das wird in Kommunen teils unterschiedlich gehandhabt, aber das wäre auch nochmal ein Ansatzpunkt, danach zu fragen. Und es wäre natürlich auch, das ist dann die Schnittstelle zur Energieberatung, auch ein Ansatzpunkt, möglicherweise da Geräteaustauschprogramme mit dem SHK-Handwerk mal zu sprechen, ob man in diese Haushalte reingehen kann und die Durchlauferhitzer gegen elektronisch gesteuerte, höher effiziente austauschen kann. Da gibt es auch zumindest, weil das ein großes Problem ist, eben, dass die Stromkosten da aus dem Ruder laufen durch die Warmwassererzeugung. Ganz kurz nochmal das Thema Stromgassperren klang vorhin an. Wir haben, es ist auch nicht ganz einfach, wir haben in der ersten Corona-Phase, als es die Aussetzung gab, auch schon mal dann sehr schnell von den Stadtwerken, auch von den Grundversorgern in Nordrhein-Westfalen, Strom- und Gassperren auszusetzen. Haben wir in unserer Energiearmutsberatung die Erfahrung gemacht, dass das dicke Ende dann nachher kam, weil dann zwar die Sperren ausgesetzt wurden, aber die Nachzahlungen dann ja nachher kamen und dann haben sich die Schulden aufsummiert und haben dann nachher zumindest in einzelnen Fällen auch dazu geführt, dass das Problem dann nachher noch größer wurde, weil man dann gar nicht mehr davon runtergekommen ist. Das ist generell ein schwieriges Thema und vermeintlich schnelle Lösungen sind vom Ende her gedacht dann auch nicht immer gut. So, und jetzt nur noch kurz zwei Sätze zu der eigentlichen Frage, die mir gestellt wurde, zu den Energiepreisen. Grundsätzlich stimmt das natürlich, wobei im Moment alle Grundsätzlichkeiten außer Kraft sind. Der Energiemarkt funktioniert nicht mehr. Die Preise sind in einer Rekordhöhe, sodass man alles, was man, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, was vor 3-4 Monaten noch galt, nach langjähriger, eingeübter Empfehlung und Service, gilt im Moment nicht unbedingt. Trotzdem haben sich die Verbraucherzentralen auch hinter den CO2-Preis gestellt. Das war auch keine Selbstverständlichkeit. Da kriegen wir auch nicht nur Fanpost für. Es gibt auch Verbraucher, die es nur mal uneingeschränkt günstig haben wollen oder brauchen auch. Also hier einen Kompromiss zu finden, Klimaschutz ist uns so wichtig, dass wir eine CO2-Bepreisung sinnvoll finden. Und trotzdem aber auch, und das hat ja auch Frau Stein sehr schön gezeigt, der Schlüssel ist die Rückverteilung, wie man dann wirklich dann so, dass es eine sozialgerechte Rückverteilung gibt, ob das über EEG kurzfristig Senkung oder eben über Klimageld, Energiegeld geht, was von der Zielrichtung besser gesteuert wäre.
Aber die einfach zu sagen, Energie kann gar nicht teuer genug sein, geht nun mal an der Lebensrealität vieler Haushalte vorbei, die das existenziell nicht schaffen. Okay, herzlichen Dank. Ja, so ein bisschen kamen eben Fragen und auch mal Diskussionen im Chat darüber auf, kann es denn eigentlich quasi immer so weitergehen mit dem Wachstum? Es kommt ja häufiger in dieser ganzen Debatte um, wie geht es eigentlich mit dem Klimaschutz, mit dem Energieverbrauch weiter, wohin soll das denn eigentlich noch führen? Und das ist natürlich jetzt auch eine Debatte, über die man auch wieder einen ganzen Abend diskutieren könnte. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht was wäre für Sie, Frau Stein, ob Sie da noch mal einmal drauf eingehen mögen. Und es geht auch in eine ähnliche Richtung, wo noch mal eine Frage kommt, wieso müssen wir nicht eigentlich wegkommen vom Bau von Einfamilienhäusern? Geht jetzt auch noch mal ein bisschen in so eine kommunalpolitische Richtung natürlich. Es geht ja nicht darum zu sagen, das den Leuten nicht zu gönnen, sondern auch da fragt man sich natürlich, unsere Fläche ist natürlich auch nur begrenzt da, und wenn alle immer größere Wohnungen, immer größere Häuser haben, kann das vielleicht auf Dauer auch nicht funktionieren. Das sind ja Fragen, mit denen man sich zumindest beschäftigen muss, und das wäre einmal ein Punkt, über den wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen könnten. Und dann gibt es noch eine Frage, warum denn eigentlich sich Gebäudeanforderungen nur für den Neubau und nicht auf den Bestand beziehen? Ich glaube, das ist schon auch vielleicht eine Veränderung geben kann. Aber auch da ist natürlich immer die Frage, inwiefern dass sich auch Leute auf bestimmte Dinge verlassen haben. Oder es gibt ja auch den sogenannten Bestandsschutz. Auch da muss man nicht sicherlich gucken, was da überhaupt rechtlich möglich ist. Und würde ich jetzt einfach mal diese Fragen nochmal so in den Raum geben. Und wir befinden uns so ein bisschen auf dem Endspurt dieser Runde. So langsam werden es auch weniger Fragen. Aber die Fragen möchte ich schon nochmal einmal hier auch aufrufen und ansprechen. Frau Stein, mögen Sie anfangen? Ja, das ist eine gute Frage, und da kann man wirklich lange drüber diskutieren. Ich bin mir auch nicht sicher, obwohl ich Volkswirtin bin, dass es immer so weitergeht, dass es mir mit dem Wachstum immer mehr. Letztendlich sehen wir ja auch, dass diese Transformation der Wirtschaft, dass wir ständig mit Ressourcenknappheiten zu tun haben. Auch wenn man schaut, die Ressourcen, die wir für Solarpanels brauchen, da stoßen wir auch relativ schnell an Grenzen, wenn es darum geht, Sand, den wir dafür verbauen können, zu finden. Weil nicht jeder Sand, der Sand aus der Wüste ist dafür nicht geeignet, sondern ist der Sand, den wir an den Stränden finden, den wir dazu verwenden können. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, ob wir immer wachsen können und wie es in der Zukunft weitergehen wird. Es hätte mich auch überrascht, die Antwort in wenigen Sätzen geben zu können, aber es ist ja einfach nochmal was, mit dem wir uns an den unterschiedlichen Stellen beschäftigen sollten. Udo, es waren jetzt, glaube ich, nochmal Aspekte, die auch für dich dabei waren, ne? Ja, warum funktioniert das mit der Gebäudesanierung nicht so, wie wir uns das wünschen, und müsste man da ordnungsrechtlich rangehen? Bislang hat sich das niemand getraut. So, die NF hat da einen großen Bogen drum gemacht. Und also es gibt ja, es gibt bei Vollsanierung und so Mindeststandards, aber das ist nicht das, was wir uns brauchen, um die, also jemand, der sein Haus nicht anpacken möchte und dann nichts macht, der muss auch nichts machen. Da gab es vor 10 Jahren schon mal vom NABU damals mal so ein ganz interessantes Konzept mit Bonus und Malus. Das ist nicht politisch nicht mehrheitsfähig. Das muss man auch angesichts der angespannten Wohnungsmarktlage auch heute noch so sagen. Jetzt kommt natürlich mit den Energiepreisen nochmal dem CO2-Preissignal und jetzt den aktuellen der Preisexplosion nochmal eine neue Dynamik rein. Und wenn das mit einem klugen Fördermix, der jetzt bald überarbeitet, dann wieder auch gerade mit Schwerpunkt auf den Bestand, dann kann das schon eine Kulisse geben, sodass der Anreiz größer wird. Eine Sanierungspflicht glaube ich nicht, dass das politisch kommen wird. Das wird sich dann in dem Spektrum weiter bewegen. Und es wird
Und das, was sich eher abzeichnet, steht und fällt mit dem Fachkräftemangel, wo wir jetzt, glaube ich, am Anfang oder wo die Expertinnen sagen, Hans Böckler ist da ja auch nah dran, dass wir da am Anfang stehen und dass das, wenn die geburtenstarken Jahrgänge mal alle in den Ruhestand gehen, dass das dann auch viel schlimmer wird. Und das ist ja die Frage sowohl, wer bringt die PV-Module aufs Dach, wer baut die Wärmepumpen ein und wer bringt die Fassadendämmung an. Das wird eine große, also neben dem ganzen Geld, eine zentrale Frage werden. Gut, danke schön. Frau Büngeler, Sie haben sich schon entstummt. Ich würde jetzt vielleicht einmal dahin gehen, dass wir jetzt zu einer Abschlussrunde kommen und Sie vielleicht dann die Erste sind, die das gerne mit aufgreifen kann, weil jetzt gerade eben nochmal eine Frage auch in Richtung kostenloser ÖPNV kam. Möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben ja in wenigen Wochen auch nochmal eine Veranstaltung zum Thema, wie gelingt die Mobilitätswende in Nordrhein-Westfalen. Auch dazu packen wir gleich nochmal den Link in den Chat und schicken das hinterher mit. Wir kriegen das, glaube ich, an der Stelle heute nicht hin, darüber nochmal zu sprechen. Aber auch die Frage kostenloser ÖPNV ist wieder eine Frage, wenn quasi der ÖPNV in Großstädten irgendwie viel, viel besser ist, profitieren die vielleicht eher davon als natürlich die im ländlichen Raum und haben dann auch noch nicht so viel davon. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, was kostet ÖPNV, sondern auch die Frage, wie gut ist er denn eigentlich für alle auch erreichbar? Das vielleicht nur noch mal als ein Aspekt, den man in die Diskussion mitnehmen kann. So, jetzt aber gerne Frau Büngeler nochmal auf die Aspekte, die eben gekommen sind und vielleicht könnten Sie nochmal, also Sie haben ja eben auch schon viele Punkte genannt, zum einen für die Kommunalpolitik, aber auch für die Landesebene. Aber wenn Sie sich aussuchen dürften, was quasi in den ersten Monaten vielleicht einer neuen Landesregierung nach Mai 2022 als erstes quasi angepackt werden auf Landesebene mit einem großen Effekt, dann dürfen Sie vielleicht den einen Wunsch gerade hier äußern. Und dann würde ich auch genauso weitermachen, dass Udo Sieverding noch eine Frage, also einen Wunsch offen hat und Frau Stein natürlich gerne auch. Frau Büngeler, bitteschön. Ja, danke. Das sind jetzt, also beim ÖPNV ist es richtig, um damit anzufangen, da kann es nicht nur darum gehen, dass er kostenlos oder bezahlbarer ist, sondern er muss auch gut ausgebaut sein. Also was nutzt es mir, wenn die Buskarte nichts kostet, aber der Bus kommt nur zweimal am Tag, dann bin ich auch keinen Meter weiter. Also es muss schon ein brauchbares Netz sein an der Stelle. Und was die Immobilien angeht, da muss man natürlich aufpassen. Wir haben kein System der Zwangsenteignung. Das ist sicherlich auch gut so, aber was da die Kommune machen kann, was man mit gemeinnützigem Wohnungsbau machen kann, ich finde, da sollte man drüber nachdenken. Und ich glaube, was es braucht, ist ein Diskurs über den Konsum und auch darüber tatsächlich, kann das Wachstum so weitergehen. Und ich glaube, dass bei den jüngeren Menschen ein bisschen ein Wandel stattfindet. Und wenn ich das für meine Generation sagen kann, ich bin zumindest noch in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden. Man hat da lange alleine gelebt. Und jetzt wäre es vielleicht doch ganz schön, man wäre wieder enger zusammen. Das heißt, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Wohngemeinschaften mit Gleichgesinnten, es gibt genossenschaftliche Projekte und diesen so einen Diskurs in die Gesellschaft zu tragen und auch das nicht als, ich sag mal, als elitäre Mittelstandsprojekte, sondern tatsächlich als machbar für alle oder vielleicht sozusagen wenn ich älter bin, möchte aber aus meinem Haus nicht ausziehen, wohnt dann vielleicht die Gärtnerin bei mir und zahlt dafür weniger Miete, wer weiß. Also ich glaube, wir müssen den Kopf öffnen für andere Formen und nicht immer so klassisch denken. So, jetzt soll ich mir was wünschen. Mit dem Wünschen ist schwierig, ne? Das kennt man ja aus den einschlägigen Märchen. Da fallen die ja auch schon mal auf die Nase, wenn sie sich dann was wünschen. Ich glaube, vor der Klimawende, wäre ich tatsächlich bei bezahlbarem, ökologischen und sicheren Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Herkunft und ob mit oder ohne Behinderung. Dankeschön. Udo Sieverding, mit deinem Wunsch für die nächste Zeit. Ja, ich habe es ja gerade schon mal also ich sehe, wir sind noch 120 und an diejenigen, die im
irgendwie in Sozialausschüssen sind, kommunal. Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, die Frage, das Thema mal mit dem Sozialamt oder im Ausschuss mal zu diskutieren, wie geht man insbesondere mit vulnerablen Haushalten um, was kann man da noch machen? Ich hatte zwei Beispiele genannt, da gibt es aber vielleicht auch noch mehr. Das Thema mal jetzt auf die Tagesordnung zu bringen, wäre, glaube ich, sinnvoll. Diejenigen, die in einem Stadtwerkeaufsichtsrat sitzen, den würde ich auch mit auf den Weg geben, auch in einem Stadtwerkeaufsichtsrat das mal zu thematisieren und sich nicht sicherlich auch von den Stadtwerken die Story anzuhören, dass sie jetzt von den Discountern die Kunden gerettet haben und so, das ist auch gut. Aber eben auch, was das denn mit den Margen macht. Und wenn man Neukundentarife für 70 Cent oder 80 Cent angeboten hat oder wenn jetzt Fernwärmepreise 30-40% steigen, wie denn da so diese Mischung aus Beschaffungskosten, Vertriebskosten und Marge insbesondere liegt und ob das nicht auch was ist, wo man in dieser schwierigen Zeit den Kunden auch oder der Stadtgesellschaft mal was zurückgibt. Das wäre die Frage der Wunsch für die Stadtwerkeaufsichtsrat. Dann habe ich noch einen letzten für diejenigen, die im Schulausschuss sind. Die sollten mal das Thema, wie man denn den Fachkräftemangel im Handwerk irgendwie frühzeitig, wie man dem frühzeitig begegnen kann und ob man da nicht auch Offensiven machen kann, die Schülerinnen und Schüler mal frühzeitig an Baustellen, Photovoltaik, Wärmedämmung, spannende Heizungs-Digitaltechniken heranzuführen, um sie dann entsprechend hier auf den Lebensweg zu bringen. Vielen Dank. Dankeschön. Ein paar Wünsche waren das jetzt, Frau Stein. Dann mache ich auch mit ein paar Wünschen weiter, weil ich es auch unheimlich schwierig finde, jetzt so eine Sache rauszupicken und sagen, das ist jetzt die Sache. Also ich finde die gesellschaftliche Teilhabe von Gruppen, das heißt jetzt auch Kinder, unheimlich wichtig, dass wir das gewährleisten. Und wenn jetzt Familien dermaßen belastet werden mit diesen hohen Energiekosten, dann bleiben die, die gar nichts für die Situation können und nichts ändern können, auf der Strecke. Aber was ich will die Chance jetzt noch am Ende nutzen. Ein Punkt, den der Herr Sieverding angesprochen hat mit Fachkräftemangel und so weiter. Dort, das haben wir heute gar nicht diskutiert. Das ist aber ein ganz wichtiges Ding. Wir werden durch die Transformation ganz viele Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt sehen. Wir werden einerseits den Fachkräftemangel sehen, dass wir diese hochqualifizierten Menschen um diese Transformation haben, meistern zu können, nicht haben. Auf der anderen Seite werden wir in der Automobilindustrie, sei es im Bergbau und so weiter, Menschen haben, die ihre Arbeit und ihr Einkommen verlieren, die aber nicht auf die Schnelle qualifiziert werden können für hochspezialisierte Tätigkeiten. Das heißt, da wünsche ich mir, dass die Landesregierung schnell Maßnahmen ergreift, dass wir gemeinsam diese Transformation auf dem Arbeitsmarkt leisten können, damit die großen oder dass die Einkommen der Menschen auch gesichert werden können. Okay, super. Dankeschön und auch danke für diesen wichtigen Hinweis, den wir natürlich auch mitnehmen, auch im Blick haben. Aber das ist natürlich auch nochmal ein riesengroßes Thema, ne? Genau diese Frage Fachkräftesicherung. Auch das ist natürlich etwas, was dann in viele andere Bereiche mit reinschwingt. Und ich möchte sagen, weil Udo Sieverding eben auch nochmal die Kommunen auch angesprochen hat und es ja eben im Chat auch an Rückmeldungen gab, naja, aber wir haben gar nicht so viel Geld, möchte ich vielleicht ergänzen. Ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, dass man von Landes- und Bundesseite die entsprechende Altschuldenproblematik beispielsweise der Kommunen auch anspricht und sagt, irgendwie muss man auch die Grundlage widerlegen, dass Kommunen halt wirklich auch finanziell handlungsfähig sind. Auch das würde dazugehören, damit vor Ort dann wirklich auch wieder mehr passieren kann. Und dann kann ich jetzt die letzten Worte vielleicht nochmal so zusammenfassend sagen. Ich finde, dass heute ein sehr spannender Abend war, nochmal mit unterschiedlichen Aspekten. Frau Büngler ist in ihrem Eingangsstatement auch darauf eingegangen, dass eben Klimaschutz und Sozialpolitik und auch Bezahlbarkeit nichts ist, was man gegeneinander ausspielt oder was irgendwie ein Widerspruch sein muss. Man muss es natürlich entsprechend gemeinsam denken und auch gemeinsam gestalten. Und das würde ich gerne eben als ein Signal auch mitnehmen, dass es da auf den unterschiedlichen Ebenen, auf der Bundesebene Dinge zu tun gibt, in den Kommunen, wo wir auch einige Aspekte hier aufgegriffen haben, aber eben auch auf Landesebene mit der Art,
wie bei uns Förderprogramme ausgestaltet werden, wie aber auch andere Aspekte angegangen werden, die haben wir heute hier angehört. Ich danke ganz herzlich den drei Diskussionsteilnehmerinnen hier auf der Bühne und allen, die so herzlich mitdiskutiert haben in unterschiedliche Bereiche und Fragen gestellt haben, sich zu Wort gemeldet haben. Und ja, wer noch weiter über Sozialpolitik und NRW-Zusammenhalt diskutieren will, kann das gerne an anderen Stellen tun. Wie gesagt, wir laden dazu gerne nochmal ein. Ich freue mich drauf und wünsche erstmal allen einen schönen guten Abend und hoffe, dass alle gesund bleiben oder werden, wenn man das aktuell nicht ist, und wünsche alles Gute und bis bald. Tschüss.